So, schön, dass Sie alle da sind, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin in Heidelberg erzogen worden und lebe aber seit knapp 20 Jahren in Berlin. Das heißt, die Höflichkeit hat sehr gelitten. Ich sieze prinzipiell alle Menschen, die ich nicht kenne. Manchmal rutsche ich ins Du, das tut mir dann leid für euch. Ich gebe mir die größte Mühe, hier höflich und sachlich zu bleiben. Vorab einige Hinweise. Wir haben die Toiletten, die sind hier, wenn Sie dieses Symbol identifizieren, dann geht es da hinab. Bei der Treppe ist ganz wichtig, wenn Sie Gegenverkehr haben, warten Sie bitte ab. Das ist eine alte Treppe, die ist nicht für Gegenverkehr ausgelegt. Wenn Sie dann unten sind, gehen Sie bitte halb links und um die Ecke wieder nach links. Identifizieren Sie sich mit der richtigen Porzellanabteilung und kommen Sie dann wieder zurück. Pausenversorgung haben wir vorbereitet im Café CU29. Da konnten Sie noch vorab bestellen, aber jetzt nicht mehr. Und wir haben hier einen Fotografen, der wird fotografieren. Möglicherweise kommen Bilder ins Internet. Mit dem Betreten dieser Veranstaltung haben Sie da zugestimmt. Wenn Sie also heute Abend hier sein sollten mit einer Person, mit der Sie nicht öffentlich gesehen werden wollen, haben Sie jetzt die Gelegenheit, sich ganz nach hinten zu setzen. Wir haben da die Inkognito-Plätze für Sie vorbereitet. Aber wer bin ich, Sie hier zu begrüßen, wenn wir die Direktorin des Vorderasiatischen Museums hier in der ersten Reihe sitzen haben? Das Schöne ist, bei Grußworten von Gastgebern, sie hat sich hier nur 3 DIN A5 Seiten ausgedruckt. Wir begrüßen mit einem kräftigen Applaus Frau Professor Dr. Barbara Hellwing zu einem Grußwort. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ganz herzlich willkommen im Vorderasiatischen Museum. Eine der letzten Gelegenheiten, wohlgemerkt, wir treffen uns hier zum 6. Berliner Antiquity Slam. Aber es ist der erste vor dem Ischtar-Tor. Es ist leider auch der letzte, weil wir ja in 2,5 Wochen schließen. Deshalb freue ich mich besonders, dass es noch geklappt hat, so ganz kurz vor Ende, dass das Berliner Antike-Kolleg sich überlegt hat, dass der 6. Slam eben hier vom Ischtar-Tor stattfinden soll. Es gab schon früher Slams in den Museen, allerdings die ersten beiden im Bode-Museum und dann gab es in der Nähe in der Berlin-Brandenburgischen Akademie die nächsten 3, der 6. nun hier. Und wie Sie gehört haben, wenn Sie hier sind, haben Sie zugestimmt, irgendwo zu erscheinen. Aber ehrlich, auf Twitter, jetzt X, möchte ich nicht erscheinen. Was tue ich, außer zu sagen, wenn wir Antiquity Slam nur auf Twitter sonst finden, wir sollten wirklich dringend wechseln und Mastodon oder eine andere Plattform benutzen, was die FU ja auch nachhaltig tut. Das Ischtar-Tor, vor dem wir hier stehen und von dem Sie den größeren Teil immer noch sehen, obwohl wir hier die PowerPoint-Hintergründe aufgebaut haben, ist tatsächlich das Herzstück der Berliner Museen. Und es wurde im Original von Nebukadnezar II. Gebaut, am Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus. Es ist aber auch, wie wir es inzwischen nennen, ein hybrides Objekt. Es ist das Ergebnis der sehr durchaus kreativen Rekonstruktionsarbeit des ersten Museumsdirektors, der dann auch im Pergamonmuseum diese Abteilung eröffnet hat, Walter André. Und natürlich gibt es eigentlich überhaupt gar keinen besseren Platz für einen Antiquity Slam als vor dem Wahrzeichen des Vorderasiatischen Museums. Und ich habe auch Leuten hören, dass einer der Beiträge tatsächlich sich mit diesem Tor befassen wird. Was ist der Antiquity Slam? Sie sind vielleicht alle schon öfter da gewesen als ich. Zu danken ist den Initiatorinnen Antje Kose und Petra Wodke. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Berliner Antike-Kolleg, die machen das regelmäßig und wir danken dafür auch ganz besonders Henrike Simon, die wir alle kennen, weil sie nämlich ihr Büro bei uns auf dem Flur hat. Das Berliner Antike-Kolleg ist eine Verbundeinrichtung, das wissen Sie wahrscheinlich schon, für die Altertumswissenschaften in Berlin, wird gemeinschaftlich von 6 Einrichtungen getragen, nämlich der FU Berlin, der Humboldt-Uni, ist es sie da? Ja, der Berlin-Brandenburgischen Akademie,
dem Deutschen Archäologischen Institut, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wo wir nun dazugehören, und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Und Sinn und Zweck des Berliner Antike-Kollegs ist die Zusammenarbeit in Forschung, Lehre, Öffentlichkeitsarbeit und der Entwicklung digitaler Anwendung. Es gibt also auch für uns gute Gründe, uns hier zu engagieren, und mir ist das immer besonders wichtig, auch darauf hinzuweisen. Wir sind ein Museum, aber ein Museum ist viel, viel mehr als nur eine Kiste, in der Dinge sind, die aktive Forscher untersuchen, sondern das ganze Museum, das Sie hier sehen und in dem wir uns hier aufhalten, geht zurück auf systematische archäologische Forschungen, und wir verstehen uns natürlich auch als Forschungseinrichtung. So, das waren die Vorreden. Es bleibt mir nur, nochmal Sie zu begrüßen. Ich freue mich, wenn es Ihnen Spaß macht. Sie dürfen applaudieren, nur nicht unbedingt direkt auf die Objekte klopfen, aber alles andere an Begeisterungsstürmen ist erlaubt. Und damit übergebe ich das Mikrofon wieder zurück an Herrn Hauser, der Sie durch den Rest des Abends führen wird. Vielen Dank. Wunderbar, verehrtes Publikum. Vielen Dank auch Frau Professor Helwing für das Grußwort. Da wir hier eine Aufzeichnung machen und das später für die ganze Welt konserviert wird in diesem Internet, haben wir Moderatoren so ein Ritual, das kennen Sie aus beliebten Sendungen wie Wetten, dass oder dem Sonntagsfernsehgarten, weiß nicht, wie Ihre Sehgewohnheiten sind. Also das Wichtige ist, wenn ich jetzt hier gleich nochmal auf die Bühne komme, dann müssen Sie richtig ausflippen. Die Menschen müssen merken, an diesem 4.10. war in Berlin einfach ganz viel anderes los, und Sie haben sich bewusst entschieden, hierher zu kommen. Sie haben Kinder und Enkel ausgesperrt, um hier anzureisen. Sie haben sich losgerissen von zu Hause, von Ihrem Aquarium, und sind heute angekommen. Das heißt, wenn der Moderator bei 3 aus dem Schatten kommt, dann müssen Sie richtig ausflippen. Das Publikum in Sydney und der Royal Albert Hall in London muss merken, dass das hier einfach eine Hammerveranstaltung ist. Der Moderator kommt zurück bei 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum 6. Antiquity Slam! So, das funktioniert ja schon mal ganz gut. Das haben wir hier für dieses Internet gezeigt, wo in Berlin Battle den Most holt. Wir haben das Grußwort abgehakt, wir haben die Begrüßung, wir schauen einfach direkt, was es heute gibt, worum geht's heute. Wir schauen auf Mord und Intrigen am hethitischen Königshof. Thronfolger werden abgesetzt, Königssöhne und Töchter verstoßen, hohe Beamte verbannt. Es geht um einmalige hölzerne Annäherungshindernisse in Spitzgräben, die den Zutritt zur letzten Taverne vor der Grenze regulieren sollen, wie hier im Berghain. Du kommst nicht rein, du trägst die falschen Schuhe. Was hat die Universität Heidelberg mit Rumänien zu tun, werden wir fragen. Was hat die 68er-Bewegung mit den Daka-Kriegen Kaiser Trajans zu tun? Sie merken, wir spannen hier Bögen, an die Sie im Traum nicht gedacht hätten. Können Gipsabgüsse politisch sein? Spätestens jetzt bereuen Sie, hier gekommen zu sein. Wir werden das rausfinden. Können die politisch sein? Wir hören etwas über Gorgo, die Frau des Spartanerkönigs Leonidas, den kennen Sie aus 300, der als Held der Thermopylenschlacht seine Mitstreiter bis heute überstrahlt, wie das so oft ist bei mittelmäßigen Männern, die halt einfach ein Mann sind, aber eigentlich die Frau im Hintergrund die Strippen zieht. Die tatkräftige Gorgo ist gar nicht zu unterschätzen. Die hat Kontakte nach Persien, die entschlüsselt geheime Botschaften, die hat Verbindungen nach Athen, also die ist quasi die Spinne im Netzwerk, die sitzt auf dem Twitter-Account der Perser oder Mastodon, wie auch immer. Wir gucken uns Modetrends bei Kelten an, Germanen und auch Wikingern. Die hatten nur Kartoffelsäcke, denken manche von ihnen. Das möchte man denken, wenn man durch Berlins Innenstadt läuft. Aber weit gefehlt, damals gab es schon große Kunst, große Textilkunst, Weberei und Leinenstoffe. Das wird uns hier Ronja Lau vorstellen. Was hat die Zahl 2 mit der Definition des Menschen zu tun? Das wird der härteste Vortrag des Abends. Das ist ein Philosoph. Der wird Ihnen erklären,
wie antike Philosophen den Menschen definiert haben. Und ich bin sicher, sowas haben sie noch nicht erlebt. Die Hauptfrage, wo ist eigentlich die Göttin Ishtar auf dem Ishtar-Tor? Es wäre ja angebracht, sie schauen schon, sie wirken auf mich sehr gebildet mit ihrem Bart und der randlosen Brille. Sie schauen schon, ob da irgendwo Ishtar ist. Wir werden das mit Ihnen gemeinsam aufklären. Haben Sie was vorbestellt in der Pause? Haben Sie gemacht. Der Mann hat Geld. Wunderbar, das freut mich sehr. Wir haben hier einen Shot für nur 6,50 im Angebot. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist eine studentische Veranstaltung übrigens, üblicherweise. So, wir wollen mal kurz gucken, wen haben wir hier im Publikum? Wer sitzt hier? Wer fühlt sich den Naturwissenschaften zugeneigt oder arbeitet da? Naturwissenschaften, einer. Okay, wer fühlt sich den Geisteswissenschaften verbunden? Was macht der Rest? Schaut ihr gern Dokus? Oder? Okay, dann machen wir sozioökonomische Einschätzungen. Wer ist befristet angestellt? Unbefristet? Wer ist selbstständig? Wer hat geerbt? Ja. Wunderbar. Ja, in München steht da die Hälfte der Leute auf. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem. Wer war schon mal bei so einer Slam-Veranstaltung? Fantastisch, dass ihr seid. Für euch arbeiten wir, das ist gut. Wer ist der Meinung, Erwerbsarbeit verdirbt überhaupt den Charakter? Gut, also für euch machen wir das Ganze hier. Denn wir haben 7 hauptsächlich prekär beschäftigte Nachwuchswissenschaftlerinnen hier herangekarrt. Wir zahlen die Reisekosten, die machen alles. Reisekosten und Schlafsack, Bahnhofsmission, Zoologischer Garten, kann man immer klopfen, ist überhaupt kein Problem. Die Leute kommen aus Heidelberg, München, ist gar kein Problem. Wir machen hier eigene Forschung, das heißt, Sie bekommen eine Schublade aus dem Lebensschreibtisch dieser 7 hoffnungsvollen Nachwuchswissenschaftlerinnen. Sie bekommen Einblicke in Lebenszeit, die verwendet wurde. Das Ganze wird verständlich erklärt, hoffe ich. Ich habe es bei allen probiert, in vielen Gesprächen, die teilweise bis 3 Uhr früh gedauert haben, weil manche unserer Teilnehmerinnen sind auf der anderen Seite der Weltkugel und ich als Selbstständiger bin ja immer verfügbar, könnt ihr immer anrufen, ist gar kein Problem. Unterhaltsam soll das Ganze sein und in 10 Minuten, da haben wir schon das erste partizipative Element. 10 Minuten ist sehr wichtig, ich brauche immer jemanden, der auf mich vertrauensvoll wirkt. Hier ganz außen, Sie machen sich so klein. Hallo? Oh, jetzt koppelt es gleich. Wie ist Ihr Name? Ich bin Ruth. Hallo Ruth. Wir haben hier eine Kuhglocke, passend zum Ishtar-Tor. Die wird auch Ende Oktober renoviert. Dann klingt sie wie die Marienkirche jetzt in Frankfurt. Oder wir testen das einmal. Nach 9 Minuten brauchen wir ein starkes Signal, dass die Leute doch bitte zum Ende kommen sollen. Wie klingt das aus deiner rechten Hand, Ruth? Kann man das ganz hinten hören? Ja. Daumen geht hoch. Nach 10 Minuten brauchen wir ein starkes Signal. Jetzt ist wirklich Feierabend. Konnte man auch das da hinten hören? Fantastisch. Kräftigen Applaus für unsere Zeitnehmerin Ruth. So, jetzt geht's auch schon los. Ich weiß, verehrtes Publikum, Sie wollen wissen, wer tritt heute Abend auf, wer wirft seinen Hut in den Ring, über wen dürfen Sie heute den Daumen heben oder senken, wo ist meine Macht, wen kann ich vernichten? Das wollen Sie wissen, das wollen wir alle wissen, deswegen stelle ich Ihnen die Slammerinnen und Slammer des heutigen Abends vor. Der erste Archäologe, nee, der macht Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen, mit meinen Abkürzungen, das ist ein Problem. Der ist an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und zugleich in der römisch-germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Institutes. Das war ihm sehr wichtig, weil eventuell jemand Wichtiges von da hier ist heute. Ist die Person da? Frau Präsidentin vom RKGI, sind Sie da? RGGK, DA, ZDF? Keiner da. Hast du mir die ganze Arbeit umsonst gemacht? Wir begrüßen Frederik Aud. Wir freuen uns auf den nächsten jungen, hoffnungsvollen Mann in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Wir freuen uns auf den Altorientalisten von der FU Berlin, Gösta Ingvar Gabriel.
eine Textilarchäologin haben wir für Sie hier auf die Bühne gestellt. Sie ist an der Ruhr-Universität Bochum und hört auf den wundervollen Namen Ronja Lau. Von der Universität Heidelberg eine klassische Archäologin, Polly Lohmann. Eine Althistorikerin von der Universität München. Wir begrüßen mit einem tosenden Applaus Denise Reitzenstein. Ein Philosoph von der Hebräischen Universität zu Jerusalem begrüßt mit einem donnernden Applaus Benjamin Wilk. Von der Freien Universität Berlin ebenfalls eine Altorientalistin begrüßt mit mir Lisa Wilhelmi. So, und um unsere Demokratie zu stärken, die ja immer wieder gestärkt werden kann, weil es gut ist und richtig, machen wir das nächste partizipative Element. Sie, verehrtes Publikum, sind die Jury. Sie küren heute die Siegerin oder den Sieger mit Ihrem Applaus. Und damit da nachher keine Überraschungen passieren, testen wir das mal ganz kurz. Wir haben eine Skala von 1 bis 10. Stufe 1 Applaus ist so ein Applaus, wo Sie denken, warum? Aber es gibt keine Null, sondern es gibt die Eins als Restrespektszeichen, dass man sich hier so zum Löffel gemacht hat. Der erste Antiquity-Slam vor dem Ischtar-Tor und der letzte und du warst dabei. Warum? Wie klingt ein Applaus der Stufe 1? Ja, so bricht man Menschen. Das ist nah an der Folter, ist kein Problem. Wir sind es gewohnt, wir sind Geistwissenschaftler. Das ist okay. Ein Applaus der Stufe 5 ist ein Vortrag, wo Sie denken, es ist eine durchschnittlich gute Sache. Ich freue mich auf meinen Weißwein da vorne, der 35 Euro kostet. Aber ich kann es mir leisten. Wie klingt ein Applaus der Stufe 5? Stufe 6, 7, 8, 9, stopp. Das klappt. Ein Applaus der Stufe 10, den gibt es für einen Vortrag. Gerade war es wieder soweit, ein Vortrag, der Nobelpreis verdächtig ist, wo Sie merken, Sie haben das warme Gefühl der Zeitzeugenschaft in der Magengegend. Dieser Vortrag teilt Ihr erbärmliches Leben in ein Davor und ein Danach. Wie klingt ein Applaus der Stufe 10? Seid ihr unter den Bedingungen immer noch bereit, hier teilzunehmen? Ja? In Heidelberg ist es Standardapplaus, wenn du morgens 8 Uhr in der Heuscheuer die Vorlesung eröffnest. Oh, da waren wir. Naja, egal, anderes Thema. So, Publikum ist warm. Ich würde sagen, bis auf Slammerin Nummer 1, Ronja Lau, könnt ihr nochmal Platz nehmen. Wir fangen an mit dem Wettbewerb. Die Pause machen wir noch nicht. Ronja holt ihre Requisiten. Wir haben hier einiges an Bestechungsleistungen mit den Wachen machen müssen, um diese Sachen hier reinzubringen. Es hat aber dann relativ einfach geklappt, mit einer IKEA-Tasche hier durchzulaufen und zu sagen, ich gehöre dazu. Also wenn Sie mal wissen wollen, wie man zum Beispiel am Flughafen BER Schönefeld in den besonders gesicherten Bereich kommt, Warnweste. Nehmen Sie eine Warnweste, handelsüblich, da muss gar nichts hinten draufstehen. Nicht Security, nicht Verkehr, gar nichts, einfach eine Warnweste. Sagen Sie, ich gehöre dazu. Sie werden überall reingelassen. Haben die Klimaaktivisten auch geschafft? Ronja, bist du soweit? Ich glaube, wir werden es sehen. Vielen Dank, Simon. 10 Minuten. Bühne frei für Ronja Lau. Ich bin Textilarchäologin und beschäftige mich mit der Frage, was trugen denn die Menschen so damals in dieser ominösen, dunklen Vor- und Frühgeschichte? Und die Antwort, die ich von den meisten Leuten dann irgendwie darauf bekomme, ist dann sowas wie, ja, das, weiß ich nicht, so ein Lendenschurz, sowas Sackähnliches,
Lederbikini vielleicht, die hatten ja damals eh nichts, ne? Alles war irgendwie grau, braun, schwarz und prinzipiell schmutzig. Ich weiß das, denn ich habe ja auch einen Netflix-Account, so ist es ja nicht. Hauptsache viele Nieten ist irgendwie auch ganz wichtig, Leder an unterschiedlichsten Stellen. Fell gehört auch immer mit dazu. Kurzes Stimmungsbild, Barbaren habt ihr gesehen, so? Wem gefällt die erste Staffel? Wem gefällt die zweite Staffel? Liebe ich, danke schön. Aber es kommen natürlich auch so Dinge vor, die ja nicht nur fragwürdig sind und ich jetzt als Textilarchäologin mir einfach so viele Fragen in meinem Kopf stelle, die ich beantworten möchte und das zeige ich euch heute. Dabei ist doch Kleidung seit jeher auch Teil unserer eigenen Identität. Ja, jeder Mann steht morgens vor dem Kleiderschrank und fragt sich krampfhaft, ja, was ziehe ich denn heute nun an? Einige Leute sehe ich schon, die haben sich heute mehr oder weniger Gedanken gemacht für dieses Event. Wir gucken einfach mal, wie sich das so gestaltet. Wir sind ja in Berlin, kein Problem. Das Dumme ist natürlich, dass die Menschen für in der Eisenzeit, so ungefähr 2500 Jahre, jetzt nicht unbedingt immer ganze Kleidungsstücke für uns konserviert haben. Und wie ich mich jetzt natürlich daran mache, das herauszufinden, das zeige ich euch heute einfach. Mein typisches Arbeitsumfeld sieht so aus, ich sitze an meinem Computer, schaue nicht Netflix, sondern also auch Netflix, aber meistens arbeite ich dann doch und schaue mir Textilien, aber auch andere archäologischen Fundmaterialien an, wie zum Beispiel diese Fibel. Für alle, die es nicht wissen, eine Fibel ist etwas zum Verschließen von Kleidungsstücken, noch bevor es Knöpfe oder den Reißverschluss gab. Also für mich auch total wichtig und interessant, dass ich mir diese Sachen angucke. Viel schöner oder viel lieber schaue ich mir natürlich aber wirkliche Textilfunde an und ich weiß, viele Kolleginnen denken immer, gibt es doch sowieso nicht. Warum soll es also jemanden geben, der sich mit Textilarchäologie beschäftigt? Ihr werdet heute noch etwas mehr über Textilien hören. Ich bin nicht die Einzige. Yes. Und ich schaue mir vor allem Salzbergwerke an. Wir haben das Glück, in Europa prähistorische Salzbergwerke zu haben, vor allem Hallstatt und Dürnberg. Der Dürnberg ist aus meiner Forschung und die liegen in Österreich für die prähistorische Welt, aber auch für uns heute ist das so mitten im Nirgendwo. Da kann man nicht so richtig viel machen, außer im Winter vielleicht Skifahren. Immer wenn ich da hinreise, fühlt sich das an wie Frodo auf dem Weg vom Auenland nach Mordor. Das ist ungefähr die gleiche Zeit und Aufwendigkeit, um dahin zu gelangen. Aber für die prähistorischen Menschen war auch das Salz damals schon so wichtig, dass sie trotzdem dahin gegangen sind und haben natürlich ihren ganzen Müll auch dort gelassen. Und diesen Müll buddel ich dann total gerne. Das Schöne ist an den Salzbergwerken, dass die Textilien alle so aussehen. Die sind bunt, die sind gemustert, die sind farbig, da macht es richtig Spaß, sie sich anzugucken und man bekommt doch auch schon so ein erstes Bild davon, wie es ausgesehen haben könnte in der Eisenzeit. Und das jetzt aus Hallstatt und aber aus Dürnberg, da bin ich immer ganz besonders froh und thematisch habe ich natürlich meine 50 Shades of Blue heute ausgepackt. Alles blaue Textilien, die sich im Salzbergwerk finden, von unfassbar guter Qualität, einwandfrei hergestellt. Nur damit ihr schon mal einen Überblick habt, mit was ich mich beschäftige. Es gibt aber auch noch andere Fundkategorien, wo ich Textilien finde, vor allem auch aus Gräbern. Und Gräber versprechen uns ja auch schon so historisch immer total viel Prunk. Ja, viel Gold und Glitzer und Metall und alles, was man so schönes ausgraben kann. Da müsste man ja auch vermuten, dass man da auch die besten und tollsten Textilien findet. So ist es auch. Und ich zeige euch jetzt eins der abgefahrensten, der schönsten, qualitativ hochwertigsten, obercoolsten Textilien überhaupt. Und das sieht so aus. Ja, ein bisschen mehr Freude, also hey, hallo. Ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man Leute davon überzeugen möchte, dass die Arbeit, die man selber macht, doch total toll ist. Sieht aus wie so ein rostiger Klumpen Werkzeug, den man mal bei Oma irgendwie da im Hinterhof gefunden hat. Ist jetzt nicht ganz so schön, aber auch das ist ein Textil. Ist handmade, bio, CO2-neutral hergestellt, Top-Qualität. Lasst euch nicht von der Farbe irritieren, ja. Es ist verrostet, aber genau deshalb hat es sich so gut erhalten. Hier ist nämlich ein Stück Metall einfach dran, wo das Textil angerostet ist. Und das finden wir relativ häufig, eben solche Art von Textilerhaltung. Und ich kann euch nicht mehr genau sagen, welche Farbe das jetzt mal hatte, das stimmt, aber trotzdem kann ich euch sagen, was man damit alles noch anstellen kann. Vor allem auch Materialanalyse. Wir wollen ja wissen, woraus haben die Leute eigentlich Kleidung hergestellt. Und meistens schauen wir das von unserem Raster-Elektronenmikroskop an und die Funde aus dem Salzbergwerk, die geben total super Bilder her. Ne? Also jeder, der sich schon mal in der Prüfungsphase die Haare gerauft hat, der wird wissen, vielleicht wie die Haare aussehen. Einige mal mehr oder mal weniger. Aber prinzipiell ist das ein Haar, das habt ihr schon gemerkt, hauptsächlich vom Schaf.
Bei den verrosteten Dingern sieht das anders aus. Das Problem ist nämlich, dass durch diesen Rost, durch diese Mineralisierung, die sich das komplett umschlossen hat, eigentlich gar nichts mehr Organisches vorhanden ist. Ich kann nur noch Negativabdrücke in dieser Patina einfach sehen. Welche Farbe es hatte, habe ich gesagt, kann ich euch nicht mehr sagen, aber natürlich haben all diese Textilien eins gemeinsam, sie sind keine Kartoffelsäcke, sie sind keine groben Lumpen. Ja, es ist irgendwie nichts, was man sich mal so schnell einfach überwirft. Nein, die Menschen in der Eisenzeit hatten Metall, Gold, Glas, Salz, Bernstein und auch feine Textilien. Und ich bin natürlich Wissenschaftlerin, ich bringe auch immer eine Grafik mit, keine Angst. Da zeige ich euch nur meine Messdaten aus einem Gräberfeld zur Feinheit der gesponnenen Fäden. Ja, und wir haben ja so einen hohen Peak bei 0,3 bis 0,4 Millimeter. Das ist fein. Nur mal zum Vergleich, alles, was ihr anhabt, das liegt so bei 0,1 Millimeter, das Industriegarn. Und auch für diese Qualität haben wir bereits Nachweise in der Eisenzeit vor über 2500 Jahren. Und zwar handmade und nicht mit der Maschine irgendwo in Kinderarbeit in Bangladesch. Ja, das muss man erstmal können. Und ich mache mal so eine kleine Umfrage gerne. Und zwar, wer von euch spinnt dann? Also nicht hier so, ne, sondern halt so mit einer Spindel. Hat schon mal jemand gemacht? Ausprobiert? Oh ja, ein paar. Das sind die richtigen Nerds. Ich freue mich dann immer total, dass es so ein paar Leute gibt, die dem immer noch verfallen. Total super. Ja, also so einen Faden herzustellen, der 0,3 Millimeter fein ist, ist ein Skill, ist eine Fähigkeit, die heute fast keiner mehr besitzt. Wir kennen aber nicht nur Wolle als Faser, wir kennen auch noch Leinen, Hanf, Flachs, Schafwolle, Ziegenhaar, Dachs, Biber, alles mögliche, Pferdeschweifhaar. Was ihr euch so überlegen könnt, das sind alles organische Fasern. Und im Laufe der Menschheitsgeschichte hat sich der Mensch arg davon entfernt, solche organischen Fasern zu benutzen, sondern hat dann so tolle Dinge erfunden wie Polyamid zum Beispiel. Und diese tollen Kleidungsstücke, die kennen wir auch heute, so schwarz mit drei weißen Streifen an der Seite, die werden nicht verrotten. Keine Sorge, die werden niemals weggehen. Das Problem ist einfach, dass Fast Fashion macht es uns viel zu einfach. Dieser Gedanke von Nachhaltigkeit, Recycling und Wiederverwenden und Reparieren von Kleidungsstücken, das ist schon älter als 3000 Jahre. Ja, das hat kein Startup hier irgendwo in Prenzlberg erfunden, macht euch da nichts vor. Wir haben es einfach nur vergessen, schlichtweg. Viel mehr möchte ich euch aber jetzt gar nicht so traurig hinterlassen und möchte euch auch gar nicht sagen, H&M, Primark, New Yorker, Shein und Zalando ist alles total schrecklich, wisst ihr alles hoffentlich, sondern möchte euch zeigen, wie die Menschen in der Eisenzeit wirklich ausgesehen haben, was ich alle ganzen Informationen zusammensammle. Wir haben Glück, dass wir ab und zu mal Abbildungen noch haben von Menschen, gerade aus der Eisenzeit, die geben uns schon mal einen ganz guten Hinweis. Und ich möchte jetzt einmal, dass ihr mir so einen richtig schönen Trommelwirbel bereitet, weil ich habe jemanden mitgebracht, das ist kein Garderobenständer, falls ihr euch das schon mal gedacht habt. Und jetzt macht ihr mal so einen richtig schönen Trommelwirbel. Genau, Trommelwirbel, 3, 2, 1, wunderbar. Sie kriegt auch noch ein Kleidchen und du fängst einmal kurz deine Jacke bitte, danke. So, perfekt. So könnt ihr euch jemanden aus der Eisenzeit vorstellen. Ich stelle mal kurz vor, wir haben so einen blauen Schleier, ihr habt schon gesehen, blau ist die It-Farbe schlechthin. Wir haben ein Kleid, das nennt sich Peblos, in schönen Karo-Muster. Auch das Karo haben die Schotten nicht erfunden, das gab es auch schon vorher. Wir haben Schmuck, ihr kennt vielleicht die Fibeln von vorhin, rechts und links zum Verschließen des Kleidungsstückes. Wir haben eine Glasperlenkette, also die kennen vielleicht noch manche von euch aus 2012. Ich habe auch so eine Ketten getragen. Ist egal, aber aus der Eisenzeit gibt es die auch. Wiegt ein halbes Kilo, ist total klasse. Und so einen richtig schönen Bling-Bling-Gürtel Prestige. Ich bin hier, ich bin die Lady am Platz. Ja, also das ist jetzt hier nichts Normales, sondern das ist schon was Gehobenes. Aber so könnt ihr euch eben jemanden vorstellen. Vergesst bitte den Lederbikini, außer ihr wollt ins Berghain oder ins KitKat gehen. Das ist das Bild. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Stell die mal an die Seite, dann könnt ihr so noch ein bisschen begaffen, ne? Bitte nicht hinter die Absperrung. Warum? Danke, dass du unsere Hausregeln respektierst. Ist ja in Berlin nicht so üblich. So, wir machen direkt weiter mit einer Person aus der Freien Universität. Sie nimmt einen letzten Schluck Mutes, trinkt sich hier an. Wir dürfen hier übrigens keine farbigen Getränke konsumieren. Das ist ganz wichtig. Also wenn Sie in der Pause etwas trinken, was auch immer, welche Farbe das hat, tun Sie es bitte in der Bar oder im Vorraum. Ist
erlaubt, richtig? Im Vorraum auch, vor dieser Information. Ja. Im Restaurant. Ganz wichtig, also nicht hier drinnen. So, hallo, Lisa, Wilhelmi, du bist schon da. Hier ist so ein Presenter. Fühlst du dich vorbereitet? Ja, ready as. Schauen wir mal, ne? Ja, also. Alles klar. 10 Minuten Bühne frei für Lisa Wilhelmi. Hi, ich bin Lisa und ich kann Keilschrift. Und ich kann es nicht lassen. Und meine PowerPoint funktioniert nicht. Leider. Mitte? Ja? Klick. Nee, geht gar nichts. Ah, wir machen einen kurzen Werbeeinspieler. Lisa, wie war dein Tag bisher? Nervenaufreibend. Echt, ich bin sehr aufgeregt. Also, klappt doch alles. Jetzt klappt's wieder. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Klick nochmal zurück. Das ist die untere Taste. So, geht nicht. Das ist ein Problem. Sie haben nämlich alle Mobiltelefone einstecken und da hinten ist unser Empfänger und wir versuchen das über den Funk, aber Ihre Mobiltelefone, das machen Sie nicht mit Absicht, ich weiß das, ich sehe es Ihnen an, die stören den Empfang. Und am wenigsten funktioniert es übrigens in der TU Berlin. Wenn Sie mal eine Veranstaltung ruinieren wollen, gehen Sie dahin. Die haben unten so richtige, die haben so ein Board an diesen Dingern, das zerschießt Ihnen jedes Signal. Okay, Lisa, wir versuchen das so, dass Birgit da hinten auf Zuruf immer klickt. Okay. Da brauche ich aber mehr als 10 Minuten. Das kriegen wir hin. Wir sagen der Zeitnehmerin Bescheid. Wir hatten in Rostock mal einen Menschen, der hat einen Vortrag über Hitler gehalten und der meinte, das wäre witzig und der hatte den Vortrag nochmal ausgedruckt wegen Nervosität und ein Handmikrofon und hat dann gemerkt, dass ihm für den Klicker fehlt ihm eine Hand. Und dann habe ich. Was, normalerweise weiß ich, wenn ich witzig sein will, aber der war, sollte gar nicht. Also ich habe angeboten, dass ich für ihn klicke und dann bellte der jedes Mal, Volle! Und ich werde ganz ungern angeschrien, schon gar nicht auf faschistisch. Und dann habe ich so ein bisschen, egal. Ich bin sicher, dass du das schaffst. Die Zeit setzen wir jetzt mal aus. Mord und Intrigen am hethitischen Königshof. Der erste Spruch war, sie beschäftigt sich mit Keilschrift. Wir alle so, Geht los. Genau, ich kann Keilschrift. Klick! Und ich kann es nicht lassen. Ich schaue mir täglich Fotos von Keilschrifttafeln im Internet an, manchmal mehrere Stunden lang. Ich beschäftige mich als Keilschriftforscherin mit verschiedenen Arten von Texten, aber die Texte, die für mich am spannendsten sind, sind diejenigen, in denen ich einen Einblick in das Alltagsleben von Menschen vor 3.500 Jahrtausenden bekomme, die mir Einblicke gewähren in ganz private Belange, in Ängste, Ärgernisse, Familienstreitigkeiten und so weiter. Klick. Und diese Texte ziehen mich dann so sehr in den Bann, dass ich natürlich unbedingt wissen möchte, wie die Geschichte weitergeht. Das führt dann bisweilen dazu, dass ich stundenlang an abgebrochenen Textstellen sitze, Wörterbücher wälze, Keilschriftzeichen anschaue, bis mir die Keile vor den Augen springen und verzweifelt nach Paralleltexten suche, um mehr Informationen zu bekommen. Bis irgendwann dieser Aha-Moment eintritt und ich es verstanden habe. Oder bis die völlige Verzweiflung einsetzt, weil ich es einfach niemals verstehen werde. Klick. Und warum ich das trotzdem immer wieder tue, möchte ich heute einem Text zeigen, der ungefähr 3.500 Jahre alt ist, aus der ehemaligen Hethiter-Hauptstadt Hattusa-Boaskoi stammt und uns einen Einblick in diese Welt gibt. Klick. Dieser Text hier, man sieht, dass der wie ganz viele Texte aus der hethitischen Hauptstadt ziemlich schlecht erhalten ist. Das ist ein Foto von der Vorderseite und von der Rückseite. Und wir sehen, es fehlt ziemlich viel. Wir sehen aber auch, das ist eine große Tafel gewesen, die recht sorgfältig geschrieben war. Und der Text, der auf der Tafel steht, war so wichtig, dass man ihn nicht nur in der hethitischen Muttersprache des Königs aufgeschrieben hat, sondern auch gleich noch in die internationale Kommunikationssprache Babylonisch übersetzt hat. Klick.
Vordergründig geht es in dem Text um die Einsetzung eines neuen Thronfolgers, wie uns die Tafelunterschrift mitteilt. Eine Tafelunterschrift einer Keilschrifttafel ist sowas wie eine Überschrift von einem Text heute oder der Titel von einem Buch. Wenn wir uns allerdings den Text genauer anschauen, dann merken wir ziemlich schnell, dass es um viele andere Dinge auch noch geht und dass sehr viel mehr mitschwingt in diesem Text. Wir finden uns nämlich mitten in einer Geschichte, die wir so auch in einer Serie bei einem der großen Streaming-Anbieter finden könnten. Klick. Hattusili, der große Eroberer, ist erkrankt und liegt auf dem Sterbebett. Aus dem Großkönig, der sich selbst immer gerne als Löwen bezeichnet hat, Klick, Klick, ist ein kleiner, schmächtiger, verzweifelter Miezekater geworden. Jetzt, am Ende seines Lebens, sieht er sich damit konfrontiert, dass ihn niemand so richtig lieb hat und er fühlt sich von allen im Stich gelassen. Vor allem von seinem Thronfolger Labana. Der ist nämlich nirgendwo zu sehen. Und er klagt, also Hattusili klagt, Klick. Er vergießt keine Tränen, er hat kein Mitleid, er ist kalt und unbarmherzig. Und auch die Gründe für die Abwesenheit von Labana kennt Hattusili oder meint sie zu kennen, denn er ist sich ganz sicher, dass es sich um eine Intrige handelt und wittert Verrat. Seine Schwester, die Mutter Labanas, muss dahinter stecken. Klick. Denn ständig nimmt er das Wort seiner Mutter an. Seine Mutter ist eine Schlange. Klick. Und noch weiter. Auch seine Brüder und Schwestern schicken ihm ständig kaltherzige Worte und ständig hört er auf ihre Worte. Das kann ein großer, mächtiger König wie Hattusili selbstverständlich nicht auf sich beruhen lassen und er fasst einen Entschluss. Klick. Er entschließt sich, den Thronfolger ganz einfach abzusetzen. Lass es. Mein Sohn ist er nicht mehr. Alle Proteste der Schlange und Labanas sind völlig, gehen an allem vorbei. Es gibt kein Auskommen. Hattusilis Entschluss steht fest. Klick. Jetzt ist Murshili mein Sohn. Murshili ist Hattusilis Enkel und praktischerweise beim Zeitpunkt der Einsetzung noch sehr jung, also beeinflussbar. Und dieser Text gibt auch gleich alle möglichen Instruktionen mit an die Hand, wie der junge Murshili denn dann in den nächsten Jahren auf das Königtum vorbereitet werden soll. Klick. Im Absetzen und Verbannen von Familienmitgliedern hat Hattusili einige Erfahrung. Denn es ist nicht die erste vermeintliche oder reale Verschwörung im Königshaus, die er beendet hat. Und so erinnert er sich. Klick. Meinem Sohn sagten sie, rebelliere gegen deinen Vater. Klick. Meine Tochter wies das Wort des Vaters zurück. Und diese große Angst davor, dass das Wort des Großkönigs nicht beachtet werden könnte, ist etwas, das sich durch Hattusilis gesamte Laufbahn zu ziehen scheint. Und er fasst nochmal in einem wirklich jämmerlichen Ton zusammen. Klick. Niemand ist meinem Wunsch gefolgt. Deshalb nimmt er nun seine ganze Kraft zusammen und sagt den anwesenden Würdenträgern, die um sein Krankenbett versammelt sind und ihm zuhören. Klick. Wie die Sippe des Vednatieres, seid einig. Eine Leber, eine Lunge und ein Herz sollt ihr haben. Lasst euch nicht auseinanderreißen. Denn Einigkeit ist gut für den Erfolg des Königtums. Klick. Ob die Intrigen am Königshof und die vermeintlichen Todesabsichten oder Mordabsichten seiner verschiedenen Familienangehörigen wirklich so real waren, können wir nicht genau sagen. Wir haben keine weiteren Informationen dazu. Es könnte aber durchaus sein, dass diese Paranoia, die wir hier in Hattusilis Testament sehen, eher darin begründet ist, wie er selbst auf den hethitischen Thron gekommen ist, nämlich unter völlig ungeklärten Umständen. Klick. Wir wissen nicht viel über Hattusilis Herkunft. Klick. Aber was wir wissen, ist zweifelhaft. Vater unbekannt. Klick. Mutter unbekannt. Klick. Eine obskure Tante namens Tavanana, die wir nicht näher einordnen können, weil wir mehrere Personen haben, die Tavanana heißen. Klick. Und ein Großvater, der wohl König war, aber von wo, wissen wir nicht so ganz genau. Sicherlich allerdings nicht von Hattusha. So viel ist klar. Hattusili selbst gibt uns nur sehr wenig Angaben dazu. Klick. Er berichtet nur, dass zur Zeit seines Großvaters bereits Thronstreitigkeiten an der Tagesordnung waren und sagt uns, haben seine Söhne nicht auch die Worte meines Großvaters missachtet?
Seine eigene Rolle in dem Ganzen lässt er aber unter den Tisch fallen und erwähnt es nicht weiter. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass die versammelten Würdenträger, die ihm zuhörten, sehr genau wussten, wovon er geredet hat und was da geschehen war, wer mit wem gegen wen intrigiert hatte. Und die folgenden Worte sind sicherlich als Drohung gemeint. Klick. Wie viele sind entkommen? Wo sind die Häuser der Würdenträger? Sind sie nicht zugrunde gegangen? Klick. Völlig entkräftet über diesen ganzen Ärger, über seine undankbare Brut, nimmt Hattusili nochmal seine letzte Kraft zusammen und fleht seine Vertraute, die an seinem Bett sitzt, an. Verlass mich nicht, verlass mich nicht. Halte mich an deiner Brust und schütze mich vor der Erde. Klick. Cliffhanger. Denn hier endet der Text. Und wir haben Fragen. Was geschah mit dem jungen Labana? Was mit den gecancelten Kindern? Wer war Tamanana? Wenn ja, wie viele? Hat Murshili wirklich, so wie in dem Text beschrieben, jeden Monat brav alle Instruktionen gelesen und sich zu Herzen genommen? Und was bitte ist ein Vednatir? Klick. Die Antwort auf diese und viele andere Fragen könnten wir in der nächsten Episode erfahren, wenn wir sie denn hätten. Allerdings müssen wir diese Episode erst noch schreiben, denn bevor wir sie schreiben können, müssen wir Tontafelfragmente zusammenfügen, Texte übersetzen, Detailinformationen miteinander vergleichen und am Ende zu einem kleinen Puzzlestück zusammenfügen. Klick. Wir wissen nicht, ob Hattusili sich von der Krankheit erholt hat und nochmal aktiv war. Was wir aber wissen, ist, dass die Drohungen wohl Wirkung gezeigt haben. Murshili ist Hattusili auf den Thron gefolgt und in die altorientalische Geschichte eingegangen, als der König, der bis nach Babylon gezogen ist, Babylon zerstört hat. Als er von diesem 1500 Kilometer weitem Raubzug allerdings zurückkam, wurde er Opfer einer Intrige am Königshof und von seinem Schwager Hantili ermordet, der sich dann auf den Thron setzte. Klick. Fortsetzung folgt. Vielen Dank auch für den souveränen Umgang. Ich habe keine Angst vor künstlicher Intelligenz. Wir schaffen das ohne Probleme, elektrische Geräte wieder durch Arbeitnehmer zu ersetzen. Insofern, ich mache mir da überhaupt keine Sorge. Du bist ein bisschen unter Strom, ne? Ja. Magst du dich aufrufen lassen, wie das unter Erwachsenen so üblich ist? Nee, bleib einfach hier. Gösta, möglicherweise haben wir ein Problem mit dem Klicker. Das werden wir gleich. Wir werden das sehen. Wir begrüßen mit einem kräftigen Applaus den dritten Slammer des heutigen Abends. Er ist Altorientalist von der FU Berlin und hört auf den wunderschönen Namen Gösta Ingvar Gabriel. Wir werden es gleich sehen. Okay, wir schauen mal, wie weit du kommst. Genau. 10 Minuten Bühne frei für Gösta Gabriel. Schon eine ganz nice Location für so einen Antiquity-Slam, oder? Habt euch bestimmt mal umgeschaut, so da hinten die Prozessionsstraße, die mal nach Babylon reinging mit dieser Löwenparade. Oder hier hinter mir, dunkelblau, aufleuchtend, majestätisch, Stolz dieses Hauses, das Ischtar-Tor. Und dieses Tor, das reißen wir jetzt ein. Stellt euch vor, wir sind so im Jahre 560 vor Christus. Nee, geht nicht, klick. 560 vor Christus, wir haben die Schnauze voll von dem Tyrannen auf dem Thron in Babylon und wir haben uns gegen Babylon erhoben und die verschiedenen Heere in mehreren Feldschlachten besiegt. Und nun stehen wir vor Babylon, wir stehen vor dem Ischtar-Tor. Klick. Und wir können schon so ein bisschen ahnen, was uns da drinnen erwartet, nämlich ziemlich fette Beute. Klick. So ein bisschen links von uns sehen wir die Spitzen vom Königspalast, natürlich voller Schätze, klick. Und hinten, fast 100 Meter in die Höhe ragend, der Turm zu Babel, Haupttempel der Stadt. Aber bevor wir jetzt hier von großen Schätzen träumen können, haben wir, klick, den Endgegner vor uns, das Ischtar-Tor. Und ich sage euch, dieses Tor ist härter als die Tür vom Berghain, klick. Es hat nämlich nicht eine Verteidigungslinie, nicht zwei, nicht drei. Es sind 4 Hürden, die wir alle nehmen müssen, damit wir an die fette Beute kommen. Klick.
Und das Ganze gehen wir jetzt mal ein bisschen systematisch an. Also nehmen wir ein bisschen Anlauf, springen los und schauen uns die erste Hürde an. Klick. Das ist nämlich zuerst mal das Tor, wie es jetzt hier hinter mir steht, beziehungsweise was wir noch rekonstruieren können. Klick. Zum Beispiel die Tür hier war verschlossen, nicht durch eine Leinwand, sondern durch eine massive Tür aus Zedernholz. Klick. Die Mauern 4 Meter dicker Backstein. Klick. Und das Ganze 15 Meter hoch. Klingt schon ziemlich beeindruckend, oder? Klick. Wenn wir nämlich da hinten das Modell anschauen, sehen wir, dass es nur die halbe Miete ist. Denn das Tor hier, nee, geht nicht, Klick, ist nur das kleinere Vortor, ganz niedlich eigentlich, einer Doppeltoranlage und dahinter über 20 Meter hoch das eigentliche Haupttor. Das Ganze Teil einer Doppelringmauer mit einer Breite von 40 Metern um den Stadtkern von Babylon. Wir fassen also zusammen ein ziemlich massives Bollwerk. Das war aber nur Hürde 1. Klick. Also, wir nehmen wieder Anlauf und die zweite Hürde. Klick. Und die bringt mich zu diesen wunderschönen Reliefs hinter uns. Wir haben die Reihen der Stiere, der mächtigen Bullen. Klick. Und dann dieses ganz possierliche Tierchen. Das sieht ganz süß und knuddelig aus, ist es aber nicht. Das ist verdammt gefährlich. Das ist eine Mischung aus Schlange, Adler, Skorpion und Löwe. Mit dem will man sich jetzt nicht unbedingt anlegen. Die Tiere sind aber nicht einfach nur Tiere, sondern das sind Manifestationen leibhaftiger Götter. Klick. Der Stier steht zum Beispiel für den Sturmgott Adad und der Schlangendrache, Klick, für niemand anders als Marduk himself. Also falls ihr den Namen Marduk noch nie gehört haben solltet, den könnt ihr euch mal merken. Das ist nämlich niemand anders, Klick, als der Stadtgott von Babylon, der König der Götter, der Erschaffer der Welt. Ja, ziemlich imposant. Und diese beiden Götter sind jetzt nun hier in diesen Tieren, genau hier bei uns. Und die machen was. Klick. Die schauen nämlich. Die schauen nach innen und die schauen nach vorne. Klick. Die schauen genau auf den Platz, ja, wo ihr jetzt gerade sitzt. Und die schauen sich ganz genau an, was ihr hier so tut. Und wenn hier irgendjemand Schindluder treibt, dann werden die Jungs hier schon für Zucht und Ordnung sorgen. Jetzt bin ich schon ein bisschen außer Atem, aber es war erst die zweite Hürde. Also, Klick, machen wir uns mal mit der dritten Hürde vertraut. Und die ist besonders tricky, weil die ist unsichtbar, die sieht man überhaupt nicht. Die steckt im Namen. Im Namen Ishtar-Tor, Klick. Oder genauer gesagt, in dem langen Namen dieses Tors, einem mythischen Namen, Klick, der lautet, die Göttin Ishtar schlägt diejenigen, die sich gegen Babylon erheben, zurück. Okay, wer ist jetzt nun mal wieder diese Ishtar? Klick. Ishtar ist die vielleicht wichtigste weibliche Gottheit der Babylonier, verehrt über Jahrtausende hinweg, die Göttin der Liebe und viel wichtiger, die Göttin des Krieges. Und das sieht man wunderbar auf dieser Siegelabrollung, über 4000 Jahre alt. Waffen, die aus den Schultern kommen, dann hat sie lässig noch eine weitere Waffe in ihrer Linken und führt einen Löwengassi mit ihrer Rechten. Ziemlich fürchterliche Gestalt. Und in diesem Namen steckt nun eine Geschichte. Klick, 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 klick. Und genau genommen nicht eine Geschichte, sondern ganz viele. Für jeden, der sich gegen Babylon erhebt. Also gibt es auch eine Geschichte für uns. Klick. Schauen wir uns doch die Geschichte mal an. Der Antiquity Slam erhebt sich gegen Babylon. Der Antiquity Slam steht vor dem Ishtar-Tor. Ishtar schlägt den Antiquity Slam zurück. Die Erhebung vom Antiquity Slam ist beendet. Na, ist jetzt blöd. Tatsächlich ist das aber ein Automatismus, der greift immer. Es sei denn, wir haben Götter auf unserer Seite, die stärker sind als die stärkste Göttin der Babylonier. Schon ziemlich tough das Ganze, aber es wartet noch, Klick, die letzte Hürde auf uns. Und die führt mich, Klick, zu diesem wunderschönen Dunkelblau. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das Tor blau? Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt? Ist ja naheliegend. Der Erbauer hat gesagt, dass dieses blaue Lapislazuli sei. Das ist so ein dunkelblau leuchtender Halbedelstein. Wunderschön. Und dieses Blau und dieser Halbedelstein, die stehen bei den Babylonern für etwas ganz Spezielles. Und was das ist, das können wir schon so ein bisschen erahnen. Klick bei meiner künstlerisch wertvollen Skizze vom Anfang.
Da könnt ihr nämlich sehen, dass auch die Spitze vom Turm zu Babel dunkelblau ist. Und auch dieser Turm hat einen so besonderen Namen, Klick. Der lautet nämlich Haus, Verbindung von Himmel und Erde. Und da, wo der Turm oben den Himmel berührt, da ist er blau. Und das ist kein Zufall, weil das Blau steht tatsächlich für den Himmel. Und somit ist das Tor hier hinter uns auch ein Stück Himmel auf Erden. Ganz nett. Das Dunkelblau steht aber ganz konkret auch für den Nachthimmel. Und jetzt schauen wir nochmal auf dieses Tor und jetzt sehen wir diese hell leuchtenden Tiere vor dunkelblauem Hintergrund. Ja, genau. Diese Tiere sind nicht einfach nur Tiere, sondern es sind Sternbilder. Und jetzt hatten die Babylonier die verrückte Idee, dass man diese Sternbilder lesen kann wie Schriftzeichen. Also machen wir das auch mal, lesen wir doch mal, was hier auf diesem Tor steht. Klick. Lesen wir die Himmelsschrift. Klick. Der Schlangendrache steht, das ist einfach, für Marduk. Klick. Klick. Der Stier steht hier aber nicht für den Sturmgott, sondern für König. Klick. Und so können wir das Ganze zu einem Satz vervollständigen. Klick. Marduk ist König. Und das steht jetzt hier mehrmals auf dem Tor drauf und das steht mit Sternen an den Himmel geschrieben, mit ewigen Sternen, als ist das immer wahr. Also können wir ergänzen, Marduk ist, Klick, auf ewig König. Und Marduk, Klick, ist eine Chiffre für Babylon, also steht hier letzten Endes, Babylon ist auf ewig König, Babylon wird auf ewig herrschen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, was wir so gesammelt haben, welche Hürden würden auf uns warten, Klick. Wir haben ein massives Bollwerk, Klick. Der Sturmgott Adad und der Götterkönig beschützen das Tor, Klick. Die fürchterliche Ischtar beschützt das Tor, Klick. Und mit Himmelsschrift steht an den Himmel geschrieben, Babylon wird auf immer herrschen. Das können wir gar nicht stürzen. Also fassen wir zusammen, Klick. Wir haben keine Chance. Wir werden heute nicht mit fetter Beute nach Hause gehen. Es tut mir leid. Das Ganze hat aber auch eine gute Nachricht, denn wenn wir hier keinen Schutthügel hinterlassen, dann ist bei den Renovierungsarbeiten vielleicht nicht ganz so viel zu tun und dann haben wir eine realistische Chance, dass das Museum dann auch tatsächlich 2038 wieder aufmacht. Und dann heißt es, Marduk, Adak und Ishtar, Klick, wir kommen wieder. So, vielen Dank, Gösta Gabriel, der uns dieses Tor hier erklärt hat. Wir haben keine Chance. Das ist auf jeden Fall ein Satz, den man für jeden Abend in Berlin stehen lassen kann. Wir haben die letzte Slammerin vor der Pause. Sie müssen wissen, dass die Position vor der Pause eine besondere ist, zum Beispiel vor Strafgerichten. Es ist statistisch untersucht worden, dass Sie, wenn Sie die Verhandlung vor der Mittagspause haben, durchschnittlich schneller verurteilt und härter verurteilt werden, weil die Richter in die Pause wollen zum Essen. Das heißt, weiß ich, was Sie so treiben, aber wenn Sie erwischt werden, sorgen Sie dafür, dass Ihre Verhandlung am Nachmittag stattfindet oder gleich früh morgens. Da sind die Richter und RichterInnen noch ein bisschen bräsig. Vielen Dank an Kai Kühne aus Düsseldorf für diese Urteile. Kann man auch nach Arbeitsgerichtsurteilen aufschlüsseln, ist dann eher arbeitgeberfreundlich, aber das ist, der Mann arbeitet bei einer Gewerkschaft mittlerweile. So, wir freuen uns auf eine Althistorikerin von der Universität in München und begrüßen mit einem donnernden Applaus Denise Reitzenstein. Wie Sie sehen, arbeite ich in der bayerischen Landeshauptstadt und wie Sie vielleicht wissen, haben wir am kommenden Sonntag eine Landtagswahl. Spoiler-Alarm, am Ende gewinnt die Partei, die ein sehr traditionelles Familien- und Geschlechterkonzept hat. Ein bisschen so wie in der Antike. Deshalb habe ich mich mal mit Sparta beschäftigt und ich weiß nicht, ob Sie es wussten, Sparta ist nicht nur ein Ort der Romantik, sondern auch alternativer Liebeskonzepte. Ich will Ihnen das am Beispiel von Gorgo und ihrer Familie mal zeigen. Gelebt haben die an der Wende vom 6. zum 5. Jahrhundert vor Christus. Vorher möchte ich Ihnen aber kurz noch eine andere Geschichte erzählen.
Gorgo kennen Sie nämlich vielleicht noch nicht, aber Sie kennen vielleicht den Mythos von der schönen Helena. Und die hat eine polyamore Beziehung gehabt zu gleich zwei Männern, nämlich Menelaos aus Mykene und Paris aus Troja. Kein Witz, sie entscheidet sich freiwillig für eine Ehe mit Menelaos und hat dann noch eine einvernehmliche Entführung nach Troja durch Paris. Menelaos, glaube ich, fand das nicht ganz so cool und wollte wohl eher eine monogame Beziehung haben. Auf jeden Fall holt er seinen großen Bruder Agamemnon und noch die Freier, die Helena auch nicht haben wollte. Die haben dann so eine Art Allianz der Incels. Sie kennen das vielleicht, die Incels, das sind so Cis-Männer, die unfreiwillig nicht an Frauen kommen oder an Sex und deswegen finden, dass Gewalt gegen Frauen und gegen sexuell aktive Männer völlig okay ist. Es folgt der Trojanische Krieg mit dem trojanischen Pferd und am Ende hat Helena eine Tochter mit Menelaos. Menelaos, der hätte ein Problem damit gehabt, wenn seine Frau Helena ein bisschen eigenwillig gewesen wäre, denn König von Troja ist er tatsächlich nur, weil er Helena geheiratet hat. Und da wäre es ihm nicht ganz so in den Kram gekommen, wenn sie einen anderen nachgeborenen Typen cooler gefunden hätte als ihn, nämlich Paris. Der hat auch einen großen Bruder, den erstgeborenen großartigen Hektor. Nach so viel Romantik brauche ich irgendwie erstmal Schokolade und huch, was für ein Zufall, meine Pralinchen heißen Leonidas. Sie kennen ihn vielleicht, das ist dieser cis-männliche Spartaner, der aussieht wie Gerald Butler und zusammen mit 299 anderen Superhelden 480 an den Thermopylen ganz viele Perser niedermetzelt und dann den Opfertod sterben darf. Klingt sehr heldenhaft und ein bisschen nach trojanischem Krieg, naja. Aber wie steht's eigentlich mit den Beziehungen von Leonidas? Überraschung. Leonidas hat ein bisschen wie Menelaos und Paris das Problem, dass sein spartanischer Königspapa nicht ganz so leicht zu beerben ist. Und das führt dann dazu, dass es ein bisschen Probleme gibt. Anders allerdings als bei Menelaos, der als Geflüchteter nach Sparta kommt und darauf angewiesen ist, da Helena zu heiraten. Ich weiß nicht, ob RechtspopulistInnen dieses Thema schon für sich entdeckt haben, da kommt dieser Flüchtling Menelaos einfach nach Sparta und nimmt uns die heißeste Braut der Zeit weg. Und eine Zahnarzt-Semi kriegt er wahrscheinlich auch schneller. Aber egal, schauen wir einfach mal in der zeitgenössischen Wikipedia des 5. Jahrhunderts vor Christus nach, nämlich bei Herodot in seinem Geschichtswerk. Da gibt es eine ganze Reihe von Einträgen zu den sogenannten Argiaden. Das ist eine von zwei Clanfamilien aus Sparta, die immer einen von zwei Königen stellen. Und zu diesen Argiaden gehört auch Leonidas. Der ist mit der Argiadin Gorgo verheiratet. Und was ein Zufall, dass sich ausgerechnet die zwei unsterblich ineinander verlieben, die damit ein dynastisches Problem lösen, das durch staatlich verordneten Eingriff in das Liebesleben von Gorgos Opa Anaxandridas entstanden war. Anaxandridas war verheiratet mit einer Frau, soweit passt das schon mal mit christsozialen Vorstellungen in Bayern zusammen, aber den beiden waren keine Kinder vergönnt. Das staatliche Kontrollorgan in Sparta, die Ephoren, die finden das nicht so cool und machen sich Sorgen, dass sich die Argiaden nicht ordnungsgemäß fortpflanzen. Und deswegen schlagen sie Anaxandridas vor, schick die Frau in die Wüste, du brauchst eine neue Gebärmutter. Anaxandridas, super romantisch, sagt, ich verlasse doch nicht meine Frau, nur weil sie keine Kinder bekommt. Dann sagen die Ephoren, okay, aber dann musst du zusätzlich noch eine zweite Frau haben. Such den guten Steuerberater doppelte Haushaltsführung. Anaxandridas sagt, was soll's, dann opfere ich mich halt, wenn der Staat es so will, habe ich halt zwei Frauen. Was passiert? Frau 2 wird schwanger. Hurra, ein junger Kleomenes kommt zur Welt. Konkurrenz belebt das Geschäft und auch Frau 1 wird plötzlich wie am Schnürchen schwanger. Drei Jungs unter ferner liefen auch Leonidas. Vielleicht kriegt sie auch noch 10 Mädchen, das wissen wir nicht, denn in der Geschichtsschreibung spielen Mädchen nicht unbedingt so eine große Rolle. Wie schafft es dann aber Gorgo in das Geschichtswerk?
weil ihr Papa, ein bisschen wie ihr Großvater, ein Problem hat, einen legitimen Thronfolger auf die Welt zu bringen, der hat einfach nur ein Mädchen. Ansonsten sehen Sie hier ganz schön in der Wikipedia, wie die spartanischen Könige sich üblicherweise durch Kopfgeburt vermehren. Das ist so ein bisschen wie beim Göttervater Zeus, da platzt die Athene auch einfach aus dem Kopf heraus. Wer bitte nennt jetzt aber seine Tochter Gorgo? Kleomenes aus Sparta war nicht so beliebt, aber immerhin hatte der Platz 1 der Thronfolge inne. Und weil der auch die Gorgo nicht durch Kopfgeburt auf die Welt gebracht haben kann, stellt sich natürlich folgerichtig die Frage, wer ist denn eigentlich die Mutter zu Gorgo? Herodot liest sich auch so ein bisschen wie die Bunte und da gibt es eine ganze Reihe von Andeutungen und Gerüchten. Und stellen Sie sich das vor, Kleomenes hatte eine Affäre mit der Frau seines Gastfreundes Isagoras aus Athen. Skandal. Wir kennen den Namen dieser Frau gar nicht. Wir wissen aber auch nicht wahnsinnig viel über Isagoras aus Athen, außer dass er Kleisthenes davon abhalten wollte, der Begründer der attischen Demokratie zu werden. So wirkt es zumindest rückblickend. Geburtstechnisch hat Gorgo also eine ganz gute Ausgangsposition und ist bei Herodot mit einer Heldentat eingeschrieben, die sie schon als 8- oder 9-Jährige begangen haben soll. Kann man eine Heldentat begehen? Ich weiß es nicht. Also, sie ist da auf jeden Fall zu Hause mit ihrem Königsdaddy und dann kommt da so ein Fremder aus Kleinasien und will Kleomenes beschwatzen, zieh doch mal mit mir in den Krieg gegen die Perser. Dann kommt die kleine Gorgo und sagt, nee, Papi, geh mal lieber in einen anderen Raum, sonst lässt du dich hier noch bestechen und löst vielleicht die Perserkriege aus. Papi folgt und jetzt könnte man auf die Idee kommen, die Gorgo ist wie so ein kleiner Haustyrann und behandelt ihren Königspapi da so ein bisschen. Oder sie denken auch daran, dass die Gorgo Medusa eine gewisse Schutzfunktion hatte und die Athene auf ihrer Rüstung geschützt hat. Wie auch immer, es gibt dann noch eine zweite Heldentat, die Gorgo begeht, die Athener sind dann blöderweise folgen diesem Fremden aus Kleinasien und lösen damit leider die Perserkriege aus. Die versuchen es zumindest dreimal, die Perser das griechische Mutterland zu erobern. Und jetzt kommt die zweite Heldentat von Gorgo, der Ex-König Damaratos aus diesem anderen Clan, aus dieser anderen Clan-Familie. Der verweilt zufälligerweise gerade im Perserreich und schickt auf einer Wachstafel eine geheime Nachricht nach Sparta. Die kann keiner lesen, außer Gorgo. Und die kann dann die Spartaner und die anderen Griechen warnen. Da kommen zum dritten Mal die Perser und wollen euch erobern. Wie passiert denn das überhaupt? Wir wissen es nicht. Vielleicht hatte Gorgo auch ein alternatives Liebeskonzept verfolgt mit Damaratos. Bevor wir sie nämlich als erste Kryptografin der Welt feiern, können wir nämlich uns auch fragen, ob die nicht sowieso im geheimen Austausch ganz gut zu Fuß waren. Sie kennen das, wenn sie über WhatsApp mit einer geliebten Person Emojis austauschen, die nur sie verstehen. Vielleicht waren Leonidas und Gorgo auch einfach ganz entspannt und Leonidas hatte sowieso keinen Bock auf seine Halbnichte und war über eine heterosexuelle Außenbeziehung seiner Frau nicht ganz unglücklich gewesen. Vielleicht war Leonidas homosexuell, bisexuell, nicht binär, wir wissen es halt einfach nicht. Auf jeden Fall scheinen die Spartaner ganz entspannt gewesen zu sein mit ihren alternativen Liebeskonzepten. Ein paar Jahrhunderte später schreibt Plutarch nämlich, ja, Eifersucht hat es irgendwie nicht gegeben, Hauptsache kräftige Kinder sind dabei rumgekommen. Und eine von diesen kräftigen Kindern ist offensichtlich Gorgo gewesen. Ob es am Ende noch gereicht hat für eine offene romantische Beziehung mit Damaratos, wissen wir nicht. Aber vielleicht gab es ja ein Happy End. So, verehrtes Publikum, ich kann Ihnen empfehlen den CU Spritz Mampe Rieger Cocktail, ein Likör aus Aprikose und Orange, gemixt mit Prosecco, durchs Rauchfass gezogen und über dem Ofen getrocknet, schwarze Johannisbeer und ein wenig von dem Marmorstaub. Wir machen eine kurze Pause. Genießen Sie es. Ich nehme einen Shot oder drei. Wir haben jemanden mit einem Schirm organisiert, der Ihnen den Weg weist. Sie gehen einfach 600 Meter geradeaus, dann nach links, nicht die Treppe runter, um die Ecke rum
und da ist dann die Bar. Oder Sie gehen hier gleich die Treppe hinunter ins Badezimmer und kommen gleich wieder. Wir kündigen mal 10 Minuten an, dann sind die Leute nach 15 Minuten wieder hier. Wir können in 20 Minuten weitermachen. Bis gleich. So, verehrtes Publikum, ich würde sagen, ein bemitleidenswerter Teil unseres Publikums gehört ja zur arbeitenden Bevölkerung, wie wir festgestellt haben. Insofern würde ich sagen, machen wir weiter. Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. So, also für alle hier im Internet, wir haben eine kurze Pause gemacht, 4,5 Minuten, rekordverdächtige Pause, noch nie so da gewesen, kürzer als eine Fußball-Halbzeit. Alle haben ihr Getränk bekommen, alle sind glücklich, keiner ist ruiniert. Insofern sind wir alle sehr zufrieden, hier weiterzumachen. Das Publikum ist gerade in Klatschlaune. Das Problem nach so einer kurzen Pause, verehrtes Internet, ist, dass man die Stimmung wieder hochziehen muss. Deswegen frage ich einmal, wie fanden Sie die erste Halbzeit? Wie sehr freuen Sie sich mit dem Moderator, dass die letzten Gäste jetzt eingetroffen sind? Fantastisch. Nehmen Sie Platz. Sie haben freie Platzwahl. Ich hoffe, es war bequem. So, wir hatten mal ein Telefonklingeln bei 600 Leuten in dem Saal, wo EU-Forschungsministerinnen saßen. Die Moderatorin hat dann kurz gefragt, ist das privat, sollen wir kurz rausgehen? Bei dieser Person klingelt nie wieder ein Handy in einem geschlossenen Raum, seien Sie ganz sicher. So, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir hatten 1, 2, 3, 4, jetzt kommt Nummer 5. Er ist auf dem Weg zur Professur für Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen. Noch an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, jetzt auch in der römisch-germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, begrüßt mit einem tosenden Applaus Frederik Auth. Hallo Berlin, ich habe ganz viel nasses Holz gefunden. Ich möchte euch heute erzählen, was daran so cool ist. 2019 sind wir mit einer Gruppe Studierender von der Goethe-Universität in Frankfurt nach Bad Ems gefahren. Das liegt in der Nähe von Koblenz, an der Lahn. Das ist hier, wo der kleine rote Pfeil ist. Das ist in Rheinland-Pfalz. Kennt vielleicht jemand. Wir sind da hingefahren, um eine Leergrabung zu machen. Wir haben was in der Literatur entdeckt, was uns interessiert hat. Und da wollten wir mal genauer nachschauen. Das ist das hier. Das hat vor 120 Jahren Otto Dahm publiziert. Der sah vermutlich so aus. Ich habe ihn im Archiv nicht gefunden, aber bestimmt. Und er hat gesagt, mitten im Wald von Bad Ems liegt ein römisches Hüttenwerk, also eine Anlage, um Erz zu schmelzen. Er hat das Ding gezeichnet und das ist das hier mit einem Graben im Wall, irgendwas in der Mitte. Aber so sieht kein Hüttenwerk aus. Das Blöde ist, das steht halt in ganz Bad Ems jetzt schon so, die glauben, es ist ein römisches Hüttenwerk. Scheiße, wa? Also, was macht man als Archäologe, wenn man dem nicht glaubt? Man forscht. Bevor wir graben gehen, gucken wir erstmal aus der Luft. Und Archäologen, wie fast alle anderen Menschen auch, mögen Laser. Deswegen gucken wir in ein LiDAR-Bild. LiDAR funktioniert ungefähr so, da fliegt ein Flugzeug drüber, schießt Laserstrahlen auf den Boden und am Ende kriegt man ein ganz genaues Höhenbild von der Anlage. Das haben wir hier auch. Man kann sehen, wir sehen diese Anlage hier wieder. Ein Graben, ein Wall, irgendwas in der Mitte. Man kann es nicht so genau deuten. Hier nochmal im Detail, das ist das, wovon wir sprechen. Die Straße, die da durchläuft, hat nichts damit zu tun. Die ist viel jünger, die interessiert uns nicht. So, aus der Luft kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter, also müssen wir doch hin und vor Ort graben. Das ist ganz nett da, es liegt mitten im Wald, ganz idyllisch. Und das hat man selten als Archäologe. Da stand sogar noch ein Stückchen Mauer für uns. Ja, es lag da mitten im Wald, super schön. Wir haben uns natürlich sofort wohlgefühlt. Was macht man da als Archäologe? Man improvisiert sich ein Camp zusammen. Das sieht dann ungefähr so aus, mit fossilen Brennstoffen. Man kann es da oben sehen und ansonsten auch super sicher von der Arbeitssicherheit. Und na, man kann sehen, im Hintergrund ist ganz viel Wald. Im Wald gräbt es sich schlecht, also haben wir erstmal geguckt, wo können wir überhaupt graben. Dazu haben wir einen super mutigen Drohnenpiloten gebraucht, man kann es vielleicht erkennen, der zwischen den Bäumen fliegt und sagt, wo können wir überhaupt graben, wo sind nicht so viele Wurzeln, wo lohnt es sich. Das hat dann natürlich geklappt, aber
und mein ökologisches Herz blutet. Trotzdem war es notwendig, die eine oder andere Wurzel zu entfernen. Und weil mir meine Studis echt am Herzen liegen, kriegen die kein Werkzeug in die Hand von mir, womit sie sich verletzen könnten. Das dauert ein bisschen länger, aber das Erfolgserlebnis ist umso größer. Das hat also ganz gut geklappt und wir haben unsere Grabung da durchgeführt. Und was ist rausgekommen? Das ist rausgekommen. Das ist der Grundriss. So ein bisschen ähnlich wie das, was wir gerade gesehen haben. Zwei Gräben, ein Wall, irgendwas in der Mitte. Was ist das? Das ist eine Feldwache. Alle hier werden sich jetzt fragen, was ist denn eine Feldwache? Das ist eine Feldwache. Es gibt keine Parallelen dafür. Und was macht man als Archäologe oder als Wissenschaftler generell, wenn man keine Ahnung hat, was ist? Man denkt sich einfach einen neuen Namen aus. Haben wir ja auch gemacht. Das ist jetzt unsere Feldwache. Es ist kein Turm, es ist kein Kleinkastell, es ist irgendwas dazwischen. Es ist so 40 mal 50 Meter groß. Das Gebäude in der Mitte hat so 10 mal 6 Meter. Deswegen ist es unsere Feldwache. Und die datiert in die Zeit von Claudius. Das ist so um 50 nach Christus. Hier haben wir eine der Münzen, die wir gefunden haben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir immer den zweitältesten römischen Steinbau rechts des Rheins hier gefunden haben. Es gibt tatsächlich nur einen, der älter ist. Und die haben da so einen Pferdekopf gefunden. Der Pferdekopf war auch mal vor ein paar Jahren hier in Berlin. Vielleicht haben den ein paar gesehen, das ist Waldgirmes. Aber was will man mit so einem bronzenen Pferdekopf, wenn man auch ganz, ganz viel, ganz tolle, kaputte Keramik haben kann, so wie wir. Und wir hatten ganz viel davon. Wir hatten nur so kaputte Keramik, so Krüge. Aber alles waren Krüge. Oder fast alles. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum? Warum so viele Krüge? Was bedeutet das? Und was macht man als Wissenschaftler, wenn man ordentlich arbeitet? Man stellt eine Arbeitshypothese auf, das haben wir auch gemacht. Ganz viele Krüge, die haben gesoffen. Es war eine Taverne, so muss es gewesen sein. Wir haben dann nochmal hingeguckt. Dabei ist uns aufgefallen, die ganze Anlage ist abgefackelt worden, die ist niedergebrannt. Und was ist passiert? Die Römer haben die Anlage nicht mehr gebraucht, haben die Anlage angezündet, ein paar Wände umgeschmissen, sind dann gegangen. Das, was zurückgeblieben ist, das sind die Krüge, die sie nicht mehr gebraucht haben, die wahrscheinlich schon vorher kaputt waren. Also, naja, eine Taverne ist es nicht. Es ist immer noch eine Feldwache, also eine Militäranlage. Immer noch schön. Aber leider keine Taverne. Aber ich habe ja noch was vorhin am Anfang gesagt. Ich habe ja gesagt, wir haben ganz viel nasses Holz gefunden. Das möchte ich jetzt erklären. Wir haben auch im Süden der Anlage gegraben, im Inneren der beiden Spitzgräben. Spitzgraben ist ein Graben der Umwehrung einer römischen Militäranlage. Und da haben wir auch gegraben. Und uns ist aufgefallen, dass sehr, sehr schnell, als wir angefangen haben zu graben, der Boden nass und schwer und feucht geworden ist. Und wir haben dann weitergegraben und irgendwann kam so ein bisschen nasses Holz raus, das ist schon mal ungewöhnlich. Wir haben uns auch noch nicht so viel dabei gedacht, wir haben versucht weiterzugraben, es wurde immer schwerer, weil der Boden so nass war. Und haben da plötzlich solche Spieße rausgeguckt, irgendwie solche Spitzen. Wir wussten aber nicht genau, was das ist. Wir sind aber nicht mehr mit der Hand weitergekommen. Und was machen provinzialrömische Archäologen, wenn sie mit der Hand nicht weiterkommen und filigran arbeiten müssen? Also holen einen kleinen gelben Bagger und für die Schockierten, der kann das, der macht sonst Herzoperationen damit oder sowas, ich weiß es nicht, aber der macht das ganz filigran, das hat er ja auch gemacht. Und als er fertig war, haben plötzlich Leute angefangen, das Loch, in dem ich stand, zu fotografieren. Das passiert mir persönlich selten. Aber es hat natürlich einen Grund, denn wir haben zum ersten Mal überhaupt ein vollständig erhaltenes, hölzernes römisches Annäherungshindernis in situ gefunden. Das sieht so aus. Das sind mehrere Reihen von Holzspießen. Das kann man hier vielleicht noch ein bisschen besser sehen, die in den Boden gesteckt sind. Jeder Spieß ist so 50, 60 Zentimeter lang. Und das Ding stand da so. Das war immer noch gefährlich. Also ich bin froh, dass keiner meiner Studis reingefallen ist. Das wäre eine Menge Papierkram geworden. Und das sind Eichenspieße, die stehen da und sollen eben verhindern, dass man da rein oder drüber sich über den Graben hinweg bewegt. Und Cäsar erwähnt sowas Ähnliches zwar auch schon, aber tatsächlich hat bisher niemand sowas in der Art mal dokumentieren können, weil Holz einfach sehr vergänglich ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was machen Archäologen, wenn sie keinen Namen für irgendwas haben? Sie dürfen sich was ausdenken. Wir haben die auch jetzt bezeichnet als Pila Fossata. Die Lateiner unter ihnen haben natürlich sofort gemerkt, das heißt einfach nur Spieß im Graben. Wir sind auch ansonsten wahnsinnig kreativ. Das sind unsere Pila Fossata. Hier kann man die nochmal im Detail sehen. Also die sind alle unten, haben so eine kleine Aussparung, kann man in den Boden hauen, 50, 60 Zentimeter eben lang. Und nach der Bergung sahen sie dann so aus und wurden dann restauriert. Wie gesagt, Archäologen mögen Laser sehr, sehr gerne. Natürlich haben wir auch eine Laserrekonstruktion davon gemacht. So,
Aber wozu das alles? Warum war diese Anlage da, wo sie war? Dazu müssen wir noch mal ins Leiterbild gucken. Man kann da erkennen, ich habe es mit den Pfeilen mal markiert, da ist eine Spur, die kann man ganz, ganz leicht erkennen. Das ist ein Wallgraben, der zusammen mit der Anlage verschmilzt und diesen ganzen Pass abriegelt. Ja, man kommt nicht von Osten nach Westen rüber, ohne diesen Graben zu kreuzen. Aber warum? Ich habe es hier nochmal markiert, so kann man sich das vorstellen. Also diese Sperre blockiert den gesamten Passübergang. Aber warum war die jetzt da? Dazu müssen wir auf den benachbarten Hügel gucken. Aber erstmal wissen wir, ein römisches Hüttenwerk war es nicht, das können wir so konstatieren. Die Bad Emser müssen alle ihre Schilder ändern. Aber wir wollen ja immer noch wissen, wozu ist die Anlage tatsächlich da gewesen. Wir gucken auf den anderen Hügel. Und da ist nämlich noch eine Militäranlage aus der Mitte des 1. Jahrhunderts. Die ist aber viel, viel größer. Die ist 8 Hektar groß. Da passen so 2.000, 3.000 Soldaten rein. In die kleine Anlage auf dem Blößkopf vielleicht 15 oder so. Und die Anlage wurde entdeckt von einem ehrenamtlichen Denkmalpfleger. Und als erfahrener Denkmalpfleger hat er sofort erkannt, dass diese Spuren, die er im Luftbild gesehen haben, hat weder von einem Traktor noch von einem Panzer kommen, sondern dass es Römer gewesen sein müssen. Und diese beiden Anlagen hängen zusammen. Die Keramik kommt aus der gleichen Quelle, das wissen wir. Und diese Anlagen haben zeitgleich existiert. Und unsere Schlussfolgerung daraus ist, wir haben noch weitere Stollen gefunden in der direkten Umgebung der kleinen Feldwache auf dem Blößkopf. Da wurde Silber abgebaut. Die Römer haben versucht, vor Ort Silber abzubauen, sind dabei aber gescheitert. Die Stollen sind sehr, sehr kurz und es hat nicht so richtig funktioniert. Und als sie gemerkt haben, sie kriegen nicht genug Silber da, können nicht genug abbauen, haben sie die kleine Anlage auf dem Blößkopf abgerissen, abgebrannt und sind gegangen. Und enden möchte ich eigentlich mit einem kleinen Bild. Manchmal sieht es vielleicht auch so von Berghain aus. Die Germanen versuchen, die kleine Anlage auf dem Blößkopf zu erstürmen. Die Römer verteidigen sich erbittert. Und am Ende scheitern die Germanen an den Pila Fossata in unserem Spitzgraben. Danke. Immer so beim ersten Slammer nach der Pause, die Leute hatten Alkohol, die kennen keine Grenze mehr. Vielen Dank, Frederik, für deine, ihr seid so ungeduldig alle, ich möchte eine Zwischenmoderation machen, ich habe die geschrieben, ich sitze daheim, ich lese am Tag 4 Tageszeitungen, davon eine aus der Schweiz, irgendwas muss ich tun mit meinem Leben und jetzt steht er schon da. Also, nicht weit von hier ist die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, im 5. Stock trifft sich häufig der Deutsche Ethikrat, der diskutiert derweil auf dem Level, wann beginnt menschliches Leben, also Stichwort Zeugung und Empfängnis, und wo endet menschliches Leben, Stichwort Sterbehilfe. Wir haben Ihnen heute einen Slammer aus Jerusalem herbeigekarrt, nachhaltig und klimaneutral, denn wir haben den Flug kompensiert, so wie Herr Lindner das macht. Und er hat sich damit beschäftigt, was ist eigentlich ein Mensch? Was haben antike Philosophen für Menschkonzepte? Wen denken sie mit? Woran denken sie? Deswegen ist es mir ein besonderes Vergnügen, Ihnen, den Philosophen Benjamin Wilk von der Hebräischen Universität zu Jerusalem heute Abend hier präsentieren zu dürfen. Machen Sie einen kräftigen Applaus. 10 Minuten Bühne frei für Benjamin Wilk. Ja, guten Abend. Was ist der Mensch in der Antike und heute? Ich bin ein bisschen heiser. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. So, das Feld der Philosophie lässt sich Immanuel Kant zufolge in 4 Fragen einteilen. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Drittens, was darf ich hoffen? Aber viertens, was ist der Mensch? Und darum geht's in meinem Vortrag. Was ist der Mensch? Und man muss diese Frage, was ist der Mensch, so verstehen, dass man wissen will, was ist die Definition des Menschen. Das ist streng zu unterscheiden von einem Menschenbild. Menschenbilder gibt es viele, vielleicht so viele wie Sand am Meer. Zum Beispiel in der aristotelischen Tradition ist der Mensch ein Vernunftwesen. Kant hat das ein bisschen abgeschwächt als ein vernunftfähiges Wesen. Hannah Arendt sagt, der Mensch ist ein Arbeitstier. Max Scheler sagt, er ist ein Handwerkstier.
Ernst Cassirer meint, der Mensch ist ein symbolisches Tier, was auch immer das heißt. Und andere Leute wie Johann Huizinga sagen, ist ein spielendes Tier und so weiter und so weiter. Das sind Menschenbilder, darum geht es heute nicht. Uns geht es heute um die wissenschaftliche Definition des Menschen, so wie sie sich in der Philosophie und in der Biologie darstellt. Also, was ist der Mensch? Erstmal wissen wir seit Carl von Linné, dass der Mensch ein Tier ist. Ne? Damit wird nicht genau gesagt, was der Mensch ist, aber wir haben schon mal ungefähr eine Orientierung. Carl von Linné, zum ersten Mal wieder seit der Antike, klassifiziert den Menschen als einen Angehörigen des Tierreichs. Homo sapiens sapiens befindet sich in der Ordnung der Primaten, der Herrentiere. Und nach Charles Darwin sind wir der Meinung, dass der Mensch auch in den Prozess der natürlichen Evolution mit einbezogen ist und dann besteht für uns kein Zweifel mehr daran, dass der Mensch eben ein Tier ist. Und da stellt sich die Frage, was ist denn dann innerhalb des Tierreichs der nächste Verwandte des Menschen? Offene Frage ans Publikum. Affe. Genau, der gemeine Schimpanse. Und dann stellt sich die Frage wiederum, was ist der nächste Verwandte des Schimpansen im Tierreich? Was? Der Mensch. Nicht der Gorilla, nicht der Bonobo, der Mensch ist dem Schimpansen im Tierreich am nächsten. Also, was ist der Mensch? Jetzt haben wir ungefähr die Gattung oder sowas, aber wir brauchen jetzt noch eine Differenz, die uns sagt, was unterscheidet den Menschen von allen anderen Tieren. Und das ist eine Frage, die in der Philosophie und in der Wissenschaft schon seit der Antike gestellt wurde. In der Antike ging es besonders um Definitionen. Und die allererste Definition, das zeige ich euch hier in der Antike, ist die von Pythagoras. Der hat den Menschen als die Zahl 2 definiert. Und mein Ziel ist heute, euch zu überzeugen, dass diese Definition, auch wenn sie verrückt scheint, ziemlich gut ist. Und das zweite Ziel wird sein, euch zu zeigen, dass die heutige Definition in der Wissenschaft eigentlich nicht weiter darüber hinausgekommen ist. Also, Pythagoras war dieser Herr. Der war ein Philosoph im 6. Jahrhundert vor Christus. Das ist die Zeit, zu der das Ischtar-Tor gebaut wurde, aber weiter westlich. Das ist ja in Babylonien. Pythagoras war in Griechenland oder was heute Italien ist. Der war Philosoph, Mathematiker und eine Art Sektenguru. Und der hat die Theorie vertreten, dass alles Zahl ist. Und das heißt für ihn, alles lässt sich definieren als Zahl oder Zahlverhältnis. Zum Beispiel die Zahl 1 definiert den Intellekt oder den Geist. Wie wir gesehen haben, Mensch ist definiert als 2, Körper definiert als 3, Gerechtigkeit als 4, weil 4 die erste Zahl ist, die sowohl die Summe als auch das Produkt von 2 gleichen Zahlen ist. Die erste und die einzige Zahl übrigens. 2 mal 2 und 2 plus 2 ist 4, also ist das Gerechtigkeit. Heirat ist definiert als 5. Wir wissen nicht, wie er 6 definiert hat, aber Jahreszeit ist als 7 definiert und so weiter und so weiter. Und auch der Mensch also als 2. So, ist die erste Definition des Menschen. Warum 2? So, Aristoteles hat das verstanden. Der sagt, ja, Aristoteles war ein Philosoph in Athen im 5. Jahrhundert. Der hat die Biologie erfunden, auch die Logik, war ein Schüler von Platon. Und der hat Pythagoras Theorie des Menschen logisch analysiert und der erklärt uns, warum der Mensch als 2 definiert ist. Aristoteles sagt, man muss das so verstehen, das ist zweifüßiges Lebewesen. Ist einfach kurz für zweifüßiges Lebewesen. So, da wird also füßiges Lebewesen hinzugefügt. Und das kann man vergleichen, zum Beispiel, wenn man das verstehen will, mit der Definition des Körpers als Zahl 3. Ja, in welcher Hinsicht 3? Na, in Hinsicht auf Ausdehnung, Körper sind ausgedehnt. Und in Hinsicht auf die Anzahl von den Dimensionen der Ausdehnung. Denn Körper sind ausgedehnt in Länge, Breite, Tiefe, also in 3 Dimensionen. Und das ist die Definition des Körpers. Nicht einfach nur 3, sondern was gemeint ist, ist ausgedehnt in 3 Dimensionen. Und der Mensch genauso. In welcher Hinsicht? 2. In Hinsicht auf Lebewesen, ist die Gattung. Und die Differenz ist dann die Anzahl von Füßen des Lebewesens. Und das sind beim Menschen 2. Also ist der Mensch ein zweifüßiges Lebewesen. Das ist Aristoteles Analyse. Aristoteles hat das ein bisschen weiter analysiert. Er sagt, eigentlich müsste man sagen, genau genommen zweifüßiges, füßiges Lebewesen. Hat er füßig hinzugefügt, weil Zweifüßer sind ja eine Art von Füßern. Und
dann sagt er, eigentlich braucht man gar nicht Lebewesen sagen, man kann einfach sagen, Mensch ist Zweifüßiges, denn Mensch und Zweifüßiges sind, haben denselben Umfang. Die beziehen sich auf genau die gleiche Menge von Gegenständen. Ne? Also nur Menschen unter allen Lebewesen laufen auf zwei Füßen. Und deswegen braucht man gar nicht Lebewesen sagen, sind nur Menschen. Ne? Okay, Aristoteles. Jetzt wird es interessant, also jetzt komme ich zum Kern meines Vortrags. Es gab Gegenbeispiele gegen die Definition des zweifüßigen Lebewesens. Platon zum Beispiel hat gesagt, Hühner sind ja auch zweifüßig, aber die sind gefiedert. Das heißt, man müsste eigentlich zur Definition noch hinzufügen, gefiedert. Also Hühner sind ein Gegenbeispiel gegen Pythagoras oder Aristoteles Definition des Menschen als eines zweifüßigen Lebewesens. Platon war Philosoph, Schüler von Sokrates, Pythagoreer, das heißt, er macht auch alles mathematisch, so wie Pythagoras. So, das ist ein Huhn oder sind Hühner. Hühner sind Vögel, wie wir wissen. Vögel sind aber auch Dinosaurier. Und Dinosaurier, zumindest einige von denen, liefen auch schon auf zwei Beinen, wie zum Beispiel der T-Rex. Aber auch der erste uns bekannte zweifüßige Dinosaurier war der Eudibamus vor 290 Millionen Jahren. Aber auch Eidechsen, die kennen wir vielleicht. Der Vogel Strauß, die Springmaus, das Känguru. Der Schimpanse, der seine allerersten Schritte hier macht. Aus dem Film Planet der Affen wissen wir auch, erwachsene Affen laufen auf zwei Füßen. Und Kakerlaken, wenn sie richtig schnell sind, können sogar in den Olympischen Spielen mitlaufen. Also muss man den Menschen nicht einfach nur als zweifüßiges Lebewesen definieren, sondern als ungefiedertes zweifüßiges Lebewesen. Es gab ein weiteres Gegenbeispiel in der Antike von Diogenes, von Sinope. Der war ein Obdachloser, wie man hier sehen kann. Der lebte in einem Tongefäß zusammen mit Hunden. Der war auch ein Philosoph und ein sogenannter Kyniker. Davon leitet sich unser Wort zynisch her oder Zynismus. Ist von griechisch Kyon, Hund. Und das ist eine Schule von zynischer Philosophie. Der ging über den Markt mit einer Lampe am Tag und hat gesagt, ich suche hier einen ehrlichen Menschen, wenn er gefragt wurde, warum eine Lampe am Tag. Und das ist so eine Art Zynismus als Humor oder Philosophie. Jedenfalls, der hat ein Gegenbeispiel gebracht. Der hat einen Huhn in Platons Akademie gebracht. Ich habe das mal nachgestellt. Also der hat so einen Huhn mitgebracht, hat das gerupft und hat dann gesagt, das ist Platons Mensch. Ja, weil das hat zwei Füße, aber keine Federn. Und Platon hat ja gesagt, zweifüßiges, ungefiedertes Lebewesen, das ist Platons Mensch. Gut. Also ist die neue Definition ein breitnageliges, zweifüßiges, ungefiedertes Lebewesen. So, und ich klicke mal ein bisschen weiter im Interesse der Zeit. So, das sind die Definitionen der Antike. Die haben alle irgendwas mit zwei zu tun, sind eigentlich Variationen von Pythagoras' Definition, ist gar keine dumme Definition. So, und wie ist das jetzt heute in der heutigen Biologie, Humanbiologie? Eigentlich sind wir nicht weiter hinausgekommen. Der Mensch wird in die Gattung Primaten eingeordnet. Was sind Primaten? Das sind Lebewesen mit Greifhand, mit Standfuß, mit Plattnägeln, wie bei Diogenes, und mit Hautleistensystemen auf Hand- und Fußflächen, Zehen und Fingern. Und wie man hier gleich sehen kann, Menschen sind zweifüßig. Und zwar alle und nur Menschen sind zweifüßig, und zwar obligatorisch zweifüßig. Die müssen aufrecht gehen, während Primaten, andere Primaten außer Menschen das nicht müssen. Manche können es, müssen aber nicht. Sieht man auch hier. Und zum Abschluss kann ich einfach vielleicht fragen. Wir sehen, die antike Definition ist ein bisschen weniger differenziert als die heutige biologische Definition, aber in der Regel ist sie im Wesentlichen die gleiche, ne? Zweifüßigkeit, aufrechter Gang. Und die Frage ist dann, sind wir heute genauso weit wie in der Antike oder andersrum, war die Antike genauso weit wie wir? Danke. Nichts hinzuzufügen. Der Mann kommt hier an mit so einem Stick und sagt, ich habe da noch Änderungen, das sind für Veranstalter sowieso die liebsten Gäste, die ankommen und sagen, ich habe hier noch kurz Änderungen gemacht im Warteraum, gar kein Problem, machen wir alles.
wir haben nichts vorbereitet. Wir machen das einfach so, gucke ich da drauf, sehe 170 Folien. So, Benjamin, du hast 10 Minuten, kein Problem. Ja, hat geklappt. Vielen Dank auch an unsere Zeitnehmerin. Du hast dein Brot heute auch ordentlich verdient. Wir machen weiter mit der letzten Slammerin des heutigen Sexton Antiquity Slams vor dem Ishtar-Tor, bevor es schließt im letzten Monat seine Öffnungszeit unter der Regierungszeit von Kaiserin Helwing. Wir sind heute hier, um aus dem schönen Heidelberg die klassische Archäologin Polly Lohmann zu begrüßen, ebenfalls mit einem tosenden Applaus. Ah, die Zeit geht schon los. Alles klar. Dann Bühne geht's frei los. Hallo Berlin. Lohmann. Was hat die Antikensammlung der Uni Heidelberg mit einem römischen Siegesmonument im heutigen Rumänien und der griechischen Militärdiktatur in den 60er Jahren zu tun? Gar nichts, oder? Was redet die da? Ich sehe es an euren Gesichtern. Aber bitte bringt noch ein bisschen Grips mit für den letzten Beitrag des Abends. Ich werde es euch erklären. Die Geschichte beginnt in einem dunklen Keller. Vor 5 Jahren habe ich meine Stelle als Kuratorin der Antikensammlung in Heidelberg angefangen. Und natürlich malt man sich vorher aus, wie fancy und schick so eine Kuratorinnenstelle ist. Ne? Alles ganz toll und stylisch. So habe ich mir das vorgestellt, aber die Realität sah ein bisschen anders aus. Ich wurde erstmal in den Keller geschickt. Nicht zur Bestrafung, glaube ich zumindest. Da liegen so Sachen aus der Antikensammlung rum, hat mein Chef damals gesagt. Okay, ich also mal nachschauen, runter in den Keller. Ich habe erstmal ganze 3 Tage in diesem Keller verbracht mit Verstärkung in einem tollen Aufzug. Ich habe ja schon gesagt, Kuratorinnenjob, alles ganz schick, fancy und stylisch. Und es stellte sich heraus, dass in diesem Keller Gipsabgussformen liegen. Also das heißt, Abgussformen, Abformungen aus Gips von dem sogenannten Tropeum Traiani, einem römischen Siegesmonument. Kennt ihr wahrscheinlich nicht, macht nichts. Errichtet wurde das Ganze 1809 nach Christus im heutigen Rumänien unter Kaiser Trajan, und zwar im Ort Adamklisi, den ihr hier fast am Schwarzen Meer seht. Das Ganze anlässlich des Sieges der Römer über die Daker bzw. über die Region Dakien nördlich der Donau, also heutiges Rumänien. Das ganze Monument also schon mal per se ein politisches Statement. So muss man sich das Ganze vorstellen, 39 Meter hoch mit einem sogenannten Tropeum an der Spitze, diese Skulptur, die ihr da gesehen habt, das ist das Wort, von dem unser Wort Trophäe herrührt. 39 Meter hoch, das heißt nochmal ungefähr doppelt so hoch wie dieser Raum, also Ishtar-Tor ist schon ganz cool, aber die Römer konnten halt dann noch ein bisschen größer protzen. Das Monument zeigt am Unterbau, den ihr hier seht, eben Kampfdarstellungen, ganz typisch römisch, die typische römische Message, nämlich die Römer, immer toll ausgestattet mit Helm, Schild und Schwert, kämpfen gegen Barbaren, hier auf der rechten Seite zu sehen. Barbaren sind die, die Berbere sprechen, also irgendwas, was die Römer nicht verstehen, komische Sprache, natürlich uncool, sind nicht so gut ausgerüstet, haben immer so einen langen Bart und faltige Gewänder und wie hier zu sehen ein Sichelschwert. Manche der Barbaren, die an diesem Tropeum Traiani zu sehen sind, tragen aber eine ganz coole Haartracht, nämlich einen Haarknoten, einen sogenannten Nodus. Heute würde man das wahrscheinlich als Hipsterfrisur bezeichnen, kennt ihr hier in Berlin alles ganz gut. In der Antike war das eher eine germanische Haartracht oder bekannt als germanische Haartracht. Und als das Tropeum Traiani im späten 19. Jahrhundert ergraben und entdeckt wurde, hat das vor allem die deutschsprachige Forschung besonders interessiert. Hier ein Zitat, was ich mitgebracht habe von dem Archäologen Adolf Furtwängler, der sagt, an diesem Monument sind also die ersten Deutschen zu sehen, die auf dem Schauplatz der Geschichte auftreten. Ja, das passt ganz gut in den Kontext der Zeit, spätes 19., frühes 20. Jahrhundert. Jetzt ist natürlich trotzdem die große Frage, warum hat die Uni Heidelberg diese Abgussformen, wie kamen die dorthin und was sind Abgussformen überhaupt? Ihr kennt vielleicht Gipsabgüsse, es gibt in vielen Städten Gipsabgusssammlungen, die FU Berlin hat eine ganz große
Und um so einen Gipsabguss herzustellen, das ist eine 1:1 Kopie in Originalgröße von einer antiken Statue, einem antiken Monument oder was auch immer. Und dazu braucht man natürlich erstmal das Original, also ein antikes Monument. Damit muss man dann erstmal ein Negativ herstellen, also eine Abgussform. Und aus dieser Form, das ist quasi wie eine Plätzchenform, nur in riesig groß, und aus dieser Form kann man dann wiederum den eigentlichen Abguss aus Gips abgießen. Ja, der Gips ist erst flüssig und erhärtet dann, deswegen sprechen wir von Abgüssen, aber man muss eben erst eine Form herstellen und daraus kann man dann die eigentliche Kopie wiederum herstellen. Und wie diese Abgussformen im Keller, die ich dort finden durfte, nach Heidelberg gekommen sind, erzählt uns eine Akte im Generallandesarchiv Karlsruhe, die in das Jahr 1918 verweist. Und wer in Geschichte aufgepasst hat, der weiß, dass wir uns da noch am Ende des Ersten Weltkriegs befinden. Und Hauptakteure in unserer Geschichte sind diese beiden Herren, Friedrich von Duhn, der zwischen 1880 und 1920 Professor für Archäologie in Heidelberg war, und sein ehemaliger Doktorand, hier rechts zu sehen, Harald Hofmann. Und dieser Harald Hofmann war im Ersten Weltkrieg zufällig in Rumänien stationiert als Hauptmann. Und in Rumänien standen eben zufällig auch die Überreste dieses römischen Siegesdenkmals, des Tropeum Traiani. Und natürlich hatte Harald Hofmann irgendwie mehr Lust auf Archäologie als auf Krieg und er hat dann deswegen Friedrich von Duhn in Heidelberg vorgeschlagen, 1918 doch einfach Gipsabgüsse von Teilen dieses Monumentes herzustellen, weil wenn man schon mal vor Ort ist, warum auch immer, und sogar die Manpower hat, nämlich das deutsche Militär, dann kann man diese Abgüsse herstellen. Das hat Friedrich von Duhn seinen Kollegen auch sehr gut verkauft. Er schrieb ganz platt, solange wir in Rumänien noch militärisch die Herren sind, sollten wir die Gelegenheit ausnutzen und machen diese Abgüsse. Er hatte also einen recht ambitionierten Plan, nämlich vor Ort in Rumänien Gussformen herstellen, die Formen aus Rumänien nach Karlsruhe bringen, in Karlsruhe an der Kunstgewerbeschule aus den Formen die eigentlichen Abgüsse herstellen. Und mit diesen Abgüssen dann in Heidelberg könnte man neue Forschungen generieren, eine neue Publikation draus machen, die Abgüsse ausstellen und sogar noch weitere Abgüsse für den Verkauf herstellen. Also ein perfekter Plan eigentlich erstmal in der Theorie. Und Friedrich von Duhn hat es sogar geschafft, ziemlich prominente Sponsoren anzuwerben, zum Beispiel von der BASF oder den Portland Zementwerken, das ist heute Heidelberg Zement. Und so ist es schon im Mai 1918 gelungen, 45 große Abgussformen herzustellen und diese Formen in zwei Eisenbahnwaggons 1600 Kilometer aus Rumänien über verschiedene Frontlinien bis nach Baden zu bringen. Aber dann ging eben das große Drama, die eigentliche Odyssee, erst los. Harald Hofmann geriet erstmal in Kriegsgefangenschaft, das heißt, er konnte gar nicht zurück nach Heidelberg. Es stellte sich außerdem heraus, dass man in Heidelberg eigentlich gar keinen Platz für diese Abgüsse hätte, auch wenn Friedrich von Duhn sie gerne auf dem Heidelberger Schloss gesehen hatte, aber das fand die Stadt Heidelberg nicht so toll. Und vor allem hatte man kein Material nach dem Krieg, weil es nämlich keinen Gips gab. Und deswegen ist das Ganze 11 Jahre lang stagniert und erst 1929 hat man dann einen neuen Anlauf gemacht und die Abgüsse oder die Formen zusammen mit den dann hergestellten Abgüssen tatsächlich nach Heidelberg gebracht. In Heidelberg war aber immer noch kein Platz für die Ausstellung von diesen Abgüssen und deshalb wurden sie auf dem Speicher der Unibibliothek gelagert und zwar nochmal 40 Jahre lang. Friedrich von Duhn und Harald Hofmann haben zu der Zeit schon gar nicht mehr gelebt, ja, das nur als Nebenbemerkung. Und Platz zur Ausstellung war überhaupt erst, als die Uni damals die Heuscheuer der Stadt gekauft hat. Die Uni Heidelberg war eben schon damals exzellent. Man sieht es hier, in der Rumpelkammer entstehen Hörsäle. Und der Witz ist dann, kaum wurden die Gipsabgüsse zum ersten Mal ausgestellt, wurden sie 1968 direkt mit Graffiti beschmiert. Freiheit für Griechenland. Versteht man erstmal nicht, habe ich auch nicht verstanden, aber es gibt zum Glück auch dazu Archivmaterial. Ein Bekennerschreiben erklärt, man versteht das Tropeum Traiani als Denkmäler, als Denkmal eines Despoten, als Denkmal der Unterdrückung der Römer über die Daker, genauso wie die griechische Militärdiktatur.
auch ein Denkmal der Unterdrückung war. Das heißt, ein römisches politisches Denkmal wurde mit zeitgenössischen politischen Ereignissen 1968 in Verbindung gebracht, also in neuem politischen Kontext neu gedeutet. Und das Ganze lag wiederum an politischen Ereignissen, nämlich dass im Ersten Weltkrieg ein Heidelberger Archäologe zufällig in Rumänien stationiert war. Und um das Ganze abzuschließen, die ganze Odyssee vielleicht nochmal in kurz, also die Idee, Finanzierung und Umsetzung der Abgussformen brauchten 1918 nur ganz wenige Monate. Danach waren die Formen aber 11 Jahre in Karlsruhe gelagert und die eigentlichen Abgüsse dann nochmal 40 Jahre, bis sie überhaupt zum ersten Mal gezeigt werden konnten und dann sofort mit Graffiti beschmiert zu werden. Oder um es anders zu sagen, es brauchte über 50 Jahre und 5 Lehrstuhlinhaber, um das Projektziel zu erreichen. Ziemlich tragische Geschichte also. Und da wir ArchäologInnen ja von tragischen Geschichten von Tod und Verderben leben, habe ich daraus mit meinen Studierenden eine Pop-up-Ausstellung, eine digitale App und ein Buch gemacht. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Vielen Dank. Starkes Schlusswort, starkes Schlusslicht wollte ich sagen, aber nee, das passt nicht. Schlusswort. In der Heuscheuer haben wir damals 2002, 3 und 4 mittwochs von 8 bis 10 Uhr Gesa Alföldi gehört. Herr Alföldi hat Einführungen in die Denkmalkunde Epigraphik gemacht. Das war sehr interessant, weil er eigentlich seine Urlaubsfotos gezeigt hat. Gesa Alföldi kennen Sie wahrscheinlich, der war ein so fähiger Forscher, dass er an irgendeinem Stein vorbeigelaufen ist, der in der Forschungsgeschichte seit 400 Jahren unentziffert ist. Da steht ein S, vielleicht ein X, könnte auch ein V sein und ein M. Und Alföldi erkennt im Vorbeigehen, hier liegt Sepulchrus Sactus, Sohn des Septimus, Familienoberhaupt, der mit Ämtern reich gesegnet, von Kindern und seinen Frauen vergöttert, geliebt, gehasst und auch bewundert. Im 48. Jahr seiner Herrschaft, so nebendran läuft seine Frau ins Bild. Und Herr Alföldi hat ja auch eine bestimmte Sprachmelodie gehabt. Er hat immer, es war sagenhaft. Wir saßen da, sind reihenweise eingeschlafen, leider, weil es Mittwochmorgens 8 Uhr war. Das war hart. Einführung in die Epigraphik. Ich kann es nur empfehlen. Gesa Alföldi, prägende Zeit in meinem Leben. Danach habe ich das Lehramtsstudium aufgegeben. Ich würde sagen, wir bitten alle Slammerinnen und Slammer des heutigen Abends hier auf die Bühne. Jetzt! Ah ja, wir kommen jetzt zur Applausabstimmung übrigens, also müssen wir ein bisschen Pulver im Köcher bewahren. Wir testen ganz kurz das Messgerät und kalibrieren das, wenn Sie der Meinung sind, verehrtes Publikum, dass eigentlich unsere Zeitnehmerin heute den allerbesten Job gemacht hat. Applaudiert bitte jetzt! So, könnt ihr heimgehen eigentlich. Gibt's nichts mehr zu gewinnen. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Abstimmung. Ronja tritt einen Schritt nach vorne. Das Publikum gibt Vollgas, wenn es der Meinung ist, dass Ronja heute Abend hier gewinnen soll. Nämlich Ronja, die weiß, damals Klamotten, die hatten ja nichts, aber Nieten und Fell, vor allem auch Leder-BHs. Also ab ins Salzbergwerk, viel Blau, manchmal Rost, oft mit feinen Fäden. Alles nachhaltig, gerne Karo, Glasperlen und Fibel und Bling Bling gab's, wie man sieht. Auch früher schon, heute hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! Ich habe auch nur zwei Hände, das tut mir leid.
starker Auftakt. So, Lisa, die erste Person, die heute Abend mit unserem technischen, mit unserer Herausforderung arbeiten durfte und die meisterhaft gelöst hat. Wenn ihr, verehrtes Publikum der Meinung seid, dass Lisa, die absolut Keilschrift diktet ist, abbrechende Texte bis zum Get-No gerne hethitisch, aber auch babylonisch konsumiert, gerne zu Hattusili, dem Schlangensohn, dessen kaltherzige Geschwister ihm hirnlose Sachen zuflüstern, verlasst mich nicht, verlasst mich nicht. Heute Abend hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! Bist du jetzt überrascht, oder? Ist alles verdient. Ist eure Arbeit, der Schweiß eurer Lebenszeit, den ihr investiert habt. Göster, ein Schritt. Oder ins Tor am besten. Nee, nach vorne. So, wenn Sie, verehrtes Publikum, hingegen der Meinung sind, dass Göster, der mit uns das Ishtar-Tor einreißen möchte, den Torendgegner mit 4 Türen, teilweise aus Zedernholz, bewacht von Stier- und Schlangendrachen, die euch alle im Blick haben, bis Ishtar kommt, die die Erhebung vom Antiquity-Slam beendet. Und zwar auf ewig, weil die Sterne ja immer dastehen am Himmelszelt als Himmelsschrift. Und er weiß, wir haben keine Chance, heute hier gewinnen soll. Applaudiert bitte jetzt! War ein sehr abruptes Ende. Offenbar hast du abhängig Beschäftigte hier ins Publikum gesetzt. Denise, du hast krasse Schuhe an übrigens. Sind das Gogo-Schuhe? Klar, abgefahren. So, verehrtes Publikum aus München. Wenn ihr der Meinung seid, dass Denise, deren Helena mit Menelaus und Paris bondet, Menelaus aber eher so CSU, der Flüchtling in Sparta, der die heißeste Chick klar macht als Fremder, auch noch... Wer hätte das gedacht? Kommt an Naxandridas, doppelte Haushaltsführung, Erstfrau plötzlich auch schwanger, zack, Leonidas da, aber Hauptsache kräftige Kinder, heute hier gewinnen soll, applaudiert, bitte, jetzt! Das ist alles sehr knapp bisher. So, Frederik, ein Schritt an den Bühnenrand. Wenn ihr hingegen der Meinung seid, verehrtes Publikum, dass Frederik, der ein römisches Hüttenwerk erforscht hat, Camp gebaut, Schweizer Taschenmesser, Säge, weil Arbeitsschutz immer vorgeht, Münze heimlich deponiert, sehr alt, daher zweitältester Steinbau in der Pfalz, nahe des Rheins. Was haben die da gemacht? Gesoffen. Wie bleiben betrunkene Soldaten unentdeckt? Einfach Spieße aufbauen, dann kann sich keiner nähern und sie erwischen. Heute hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! Das darf nicht wahr sein. So, Benjamin, zwei Physik, einer nach. So, wenn ihr hingegen der Meinung seid, dass Benjamin aus Jerusalem, der die Definition des Menschen scheitert, vom Menschenbild ein Tier, Herrentier, gar Schimpansen verwandt und zweifüßiges, füßiges, nicht gefiedertes Huhn, vom obdachlosen Zyniker in die Akademie geschleift, nunmehr breitnagelig, aber ist die antike Definition wirklich so weit entfernt von unserer heutigen, heute hier gewinnen soll, applaudiert. Bitte, jetzt!
katastrophal. So, Polly. Wenn ihr hingegen der Meinung seid, dass unsere Heidelberger klassische Archäologin Polly, die erstmal in den Keller geschickt wurde, Gipsabgüsse findet vom Tropeum Traiani, 39 Meter hohes Rumänien-Monument, mit den ersten deutschen Hipsterbandträgern, die in der Geschichte irgendwas zu melden hatten, kommt dann ein archäologischer Soldat, nimmt seine Truppen, macht Abgüsse, die zur falschen Zeit nach Baden kommen, aber Freiheit für Griechenland fordern, heute Abend hier gewinnen soll, applaudiert. Bitte, jetzt! Gratulation zum zweiten Platz. Gratulation zum zweiten Platz. Gratulation zum zweiten Platz. Gratulation zum zweiten Platz. Du und du, ihr kommt mal nach vorne bitte einen Schritt. Wir machen jetzt den sogenannten Tsunami-Applaus, den kennt ihr noch von irgendwelchen alten linearen Sendungen. Ihr klatscht jetzt nur noch für eine Person, und zwar für die Person, die den heutigen Sieges- und Lorbeerkranz mit nach... Sind wir alle Sozialisten oder was? Wird Leistung nicht mehr belohnt? Bitte? Das machen wir nachher, das ist alles einkalkuliert. Aber wir sind hier nicht beim DFB, wo es nur noch ums Spielen und Spaß haben geht. Es geht hier knallhart ums Gewinnen. Tschüss. Gerade war Tag der Deutschen Einheit. Ich könnte jetzt noch viel mehr sagen, aber das machen wir später bei einem Glas, bei einem Shot für 20 Euro. Wie sollen wir es machen? Wir haben ja nur einen Siegespreis. Gibt es andere Vorschläge? Henrike, haben wir drei? Nein. Dann müssen wir jetzt gewaltsam aussortieren, oder was sollen wir tun? Okay, wir machen den Tsunami-Applaus. Ihr dürft jetzt nur noch für eine Person klatschen, und zwar für die, hinter der Moderator steht, wenn ihr der Meinung seid, diese Person muss den Lorbeerkranz nach Hause nehmen. Also fangt an. Alles Gute zum zweiten Platz. Hartes Brot, mein Job will auch keiner machen. So, haben wir zwei so Dinger? Auch nicht. Okay, 3 Sekunden Tsunami-Applaus. Wirklich nur noch 3 Sekunden. Man muss es hören, wenn uns hier die Brille wegfliegt, dann wissen wir, wer gewonnen hat. Alles Gute zum zweiten Platz. Der Sieger des Saxon Antiquity Slams heute hier am 4. Oktober im Jahr des Herrn 2023 im Pergamonmuseum vor dem Ischertor heißt Frederik Out. Wenn ihr gerade so schön beim Klatschen seid, dann, ich muss noch was zum Spiel sagen. Also das ist ein Spiel, das heißt Task Force Saving Antiquities. Das heißt, ihr könnt vom Grabräuber zum Antikenschützer werden. Und zwar nur auf 3 Leveln, also das ist wahnsinnig. Dann kommt der Endgegner. Der Endgegner heißt Patzinger. Nein, ich weiß nicht, wie er heißt. Der Endgegner sagt dann, die Nofretete ist eine alte Dame und alte Damen verreisen nicht gerne oder hat irgendeinen lockeren Spruch auf der Zunge, wir wissen es noch nicht. Das war wahrscheinlich mein letzter Arbeitstag für die staatlichen Museen Berlin. SPK, aber ihr macht eh bald zu. Wir wollen alle, die neugierig geworden sind, den Flyer anbieten. Den Flyer haben wir?
Flyer gibt es am Ausgang. Wir haben schlecht bezahlte Hilfskräfte engagiert, die euch den in die Hand drücken. Dann müssen wir Dank sagen. Wir müssen danken, wir wollen danken der Gastgeberin der VRM, Barbara Hellwing. Vielen Dank, stehen Sie nochmal auf, bitte. Wir wollen Danke sagen, während ihr die Preise für alle verteilt, der Veranstalterin am Berliner Antike-Kolleg, Frau Dr. Henrike Simon mit dem Team. Viktoria Heinemann, wo ist sie? Carina Henschel. Und die Frau, die meisterinnenhaft hier geklickt hat, sie ist unser männlicher Presenter. Vielen Dank, unser menschlicher Presenter, Entschuldigung. Birgit Nennstiel, kräftigen Applaus für dich, Birgit. So, dann danken wir Christine Keiner, Pina Durgun und Ruth Reisenauer vom VAM, die hier einen super Job gemacht haben. Danke an die Veranstaltungstechnik, Stefan Groß und Team, zwei Leuten, deren Namen ich leider nicht weiß, Björn Grothusen, Mario Hofmann, dem gesamten Team Hausdienst Mitte, sowie den Aufsichten Frank Talke, Daniel Buhler, dem Café für die Versorgung der Gäste. Wir danken ganz besonders den Initiatorinnen des Antiquity Slams, die uns heute Abend hier die Ehre erwiesen haben, mit ihrer Anwesenheit unseren Saal zu schmücken. Begrüßt mit einem kräftigen Applaus nochmal Antje Kose und Petra Wortke. Steht ihr auf? So, jetzt bin ich am Ende angelangt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Bitte verlassen Sie zügig das Museum, sonst müssen wir den Wachen noch Nachtzuschlag bezahlen. Das können wir uns nicht mehr leisten. Mein Name ist Simon Hauser. Sie können mich für Moderation buchen. Ich mache Hochzeiten. Bin mittlerweile lang genug im Geschäft, um auch Scheidungen zu machen. Und bei uns in Neukölln momentan diesen Sommer der Renner sind Hausdurchsuchungen. Also wenn Sie irgendwas haben, ich moderiere Ihnen alles. Vielen Dank, schönen Abend, auf bald und tschüss.